Robert Kassler. Schönen guten Abend. Vielen Dank, Herr Generalmusikdirektor, für die wunderbare Einleitung. Sie wissen, Sie haben jetzt ein bisschen Pause und Sie wissen auch nach der Arbeit, vor dem Essen, Hände waschen nicht vergessen. Nicht, dass ich ihm jetzt private Hygienetipps geben möchte, aber er muss jetzt die Hände waschen, denn er hat ein Keyboard bedient. Und wir wissen heute, Keyboards können Krankheitserreger sein. Es gibt eine sogenannte Keyboard Disease, so zu einer lepraartige Symptomatik. Also da fahren zuerst die Fingerkuppen ab, dann ganze Fingerglieder, dann die Finger, stinkt da fürchterlich, ich möchte es gar nicht genauer beschreiben. Jedenfalls muss er sich jetzt die Hände waschen, weil er ungeschützt das Keyboard bedient hat. Jetzt fragt man sich, Keyboard als Krankheitserreger, wie ist denn das möglich? Da ist ja nichts dran an einem Keyboard, da ist eine Tastatur, dazwischen sind Zwischenräume, Niemandsländer, wo nichts drinnen ist. Nicht? Unter der Tastatur auch ein Zwischenraum, ist auch nichts drin, ja, ein bisschen Elektronik, aber an und für sich könnte da nichts sein. Es stimmt nicht. Man täuscht sich da. Es fallen immer wieder Sachen ins Keyboard hinein. Abgebrochene Fingernägel, Haut, Schuppen, Kaisersemmelgroße, Kopfschuppen, etc., etc. Auch bei Ihnen zu Hause, am Computer-Keyboard. Sie können es einmal ausprobieren. Nehmen Sie einmal das Keyboard, tun sich vorher einen Helm aufsetzen, Schutzbrille, Chirurgenmaske und tun Sie das Computer-Keyboard über den Kopf ausschütteln, was da alles rausfällt. Angebissene Kaisersemmeln, Schinkensemmeln, Speisereste, die erwähnte organische Material, Körperteile, die da reinfallen. Also jede Menge organisches Material ist da in so einem Keyboard drinnen. Jetzt kommen Flüssigkeiten dazu. Man schwitzt bei der Eingabe von den Händen, man weint, weil der Computer angestürzt ist. Man speibt, man schiebt den Spritzer um und Kakao. Jetzt kommen zu diesem organischen Material Flüssigkeiten hinzu. Es entsteht so etwas wie eine Ursuppe im Niemandsland des Keyboards. Und weil dort auch Ströme fließen, entsteht dort immer wieder neues Leben. Immer wieder entstehen neue Organismen aus dieser Ursuppe des Keyboards. Zusätzlich wandern ja andere Organismen ein, aus den uns umgebenden Niemandsländern, hinter der Sesselleisten, zwischen die Kästen, hinterm Büdel, hinterm Fernsehschirm, wo man nicht weiß, was dort ist. Man glaubt, dort ist nur ein Lurch, ein Staub. Nein, auch Lebewesen, Hausstaubmilben beispielsweise, wandern gerne ins Keyboard ein und mutieren in dieser Ursuppe zur Elfenmilbe, zur Y-Milbe, zur Beistrichmilbe, zur Fragezeichenmilbe. Also es herrscht ein reges Leben in diesem vermeintlichen Niemandsland eines Keyboards. Wir planen ja einen Universumfilm über diesen Mikrokosmos. Und das war schon ein Teil der Filmmusik, die der Kassler Robert jetzt gespielt hat. Das gehört zu einer Szene, die zugegebenermaßen ein bisschen gestohlen ist aus einem Walt Disney-Film. Da gibt es so eine Szene, da ist in Afrika so ein flacher Salzsee, da sind tausende Flamingos drinnen und der Salzsee beginnt auszutrocknen. Und die Flamingos, die alten Flamingos, die schauen blöd, anders können sie nicht schauen mit den rieselartigen Stacheln. Was ist da? Trickert er jetzt aus oder was? Und kümmern sich nicht weiter drum und dann trickert er weiter aus, dann haben schon solche Salzstiefeln an und schauen noch immer und dann fallen seitlich um und sind tot. Nur die Jungflamingos, die Flamingo-Küken, die haben doch mehr Lebenskraft und mehr Lebenswillen, die beschließen in dem Disney-Film dann auszuwandern aus dem Salzsee, in die Wüste, aber das wissen sie noch nicht. Und da wandern so im Gänsemarsch, im Flamingo-Küken-Marsch zu so einer traurigen Musik und wogeln so dahin und rechts und links fallen sie tot seitlich um. Und zum Schluss steht nur ein kleines Flamingo-Küken auf der Wanderdüne schon und schaut so, wo sind denn die anderen? Klapp und fällt auch um. Und das wollen wir machen mit Hausstaubmilben-Küken. Unterm Raster-Elektronen-Mikroskop auf ein A4-Bladl, lass es da marschieren. Im Hausstaubmilben-Küken-Marsch. Und dann mache ich vorne mit dem Zwarablei einen Strich, da können sie nicht mehr weiter. Für die winzig kleinen Hausstaubmilbenküken ist ein Bleistiftstrich wie eine Mauer. Die drehen dann um, dann wollen sie zucken, machen hinter einen Strich und oben und unten, dann sind sie eingesperrt. Also dramatische Szenen werden sie da abspielen. Auch Kampfszenen, wenn dann die Süberfischeln eindringen und die Hausstaubmilben angreifen. Also das wird ein recht interessanter Film werden. Ja, auf diesen Mikrokosmos bin ich ja gekommen schon in frühester Kindheit. Mein Schlüsselerlebnis, den Mikrokosmos betreffend, war damals die Schmoll-Schuhpasta-Schachtel. Ältere Menschen in meinem Alter werden sich vielleicht noch erinnern können. War eine wunderschöne Schuhpasta-Schachtel, Blechschachtel, gelber Hintergrund, vorne schwarz im Profil, der Schattenriss einer Frau, die hat so ein gelbes Wolfsauge gehabt, das habe ich immer zugehalten, weil ich mich doch ein bisschen gefürchtet habe. Und die Frau hat in der Hand eine Schmollpasta-Schachtel, auf der eine Frau mit einer Schmollpasta-Schachtel drauf ist, auf der wieder eine Frau mit einer Schmollpasta-Schachtel und da ist wieder eine Frau mit einer Schmollpasta-Schachtel und eine Frau mit einer Schmoll. Und das geht immer weiter, weiter, weiter. Da habe ich mir als Kind dann schon gedacht, ja, irgendwann ist das wutzi, wutzi klein, dass man es gar nicht mehr sehen kann. Aber du musst immer nur eine Frau sein mit einer Schmollpasta-Schachtel, wo nur eine Frau ist mit einer Schmollpasta-Schachtel. Also die Unendlichkeit in den Mikrokosmos hinein, das hat mich so fasziniert.
Und jetzt ist es ja so, diese Unendlichkeit in den Mikrokosmos hinein. Apropos, diese winzig kleinen Lebewesen, die da drinnen sind, die haben ja wieder Parasiten auf sich. Auf denen wohnen wieder andere. Wie wir, der Mensch übrigens auch. Wir beherbergen ja Millionen von Kleinstlebewesen. In euren Körperzwischenräumen, in den Hautfalten, zwischen den Arschbacken, also überall. In Millionen von Lebewesen. Ich höre gleich auf, dass man nicht alle zum Scheren anfangen. Und wenn man älter wird, werden das mehr, diese Lebewesen, weil man mehr Lebensraum bietet durch die Falten, die man kriegt. Und wenn man sie liften lässt, dann stürzen sie zu Boden und zerschellen in 1000 Stücke, die dann noch kleiner sind. Im Femtometer-Bereich dann schon sind. Und auch diese kleinen Lebewesen im Niemandsland des Keyboards, die haben auch Parasiten. Bakterien, Viren halten sich, also abgesehen vom Computervirus, aber andere Bakterien, zum Teil mit sehr schönen Namen, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, der Goldene, oder vielleicht ein bekannter Erreger, Toxoplasma gondii. Der ist vielleicht der Auslöser der Toxoplasmose, an und für sich von der Symptomatik her eine harmlose Krankheit, wie eine Sommergrippe, wird meistens übergangen, ist auch harmlos, nur in der Schwangerschaft ist ein bisschen gefährlich, die Leibesfrucht kann geschädigt werden, darum soll man in der Schwangerschaft nicht unbedingt mit Katzen oder Mäusen Körperflüssigkeiten austauschen. Denn Toxoplasma lebt im Verdauungstrakt der Katze. Also die Katze ist sein Wirt, nicht, dass er jetzt ein Seidel serviert, aber er darf da drinnen wohnen. Nun wird Toxoplasma von der Katze auch ausgeschieden. Im Katzenkot, im Katzenurin, im Katzenhaferl, im Katzenlackerl ist alle Bad immer mal ein Toxoplasma drinnen. Nun gibt es ein Viech, das neugierig, also man sagt immer, die Katze war das neugierigste Viech. Ne? Das englische Sprichwort Curiosity kills the cat, Neugier tötet die Katze. Es stimmt nicht ganz, es gibt ein Viech, das noch neugieriger ist als die Katze, das ist die Maus. Die Maus ist an allen dran, die wie alles wissen, schnüffelt an allen, nimmt Kostproben vom Katzenhaufen, Putenbrust, Kittekat. Und was passiert? Toxoplasma ist nunmehr in der Maus drinnen. Also Toxoplasma ist mit dem Katzenkot aufgenommen worden von der Maus, der ist jetzt in der Maus drinnen. Also der Kreislauf ist geschlossen, er kann sich vermehren und sagt, nun nicht, also jetzt ist er mal in der Maus drinnen. Ne? Und jetzt ist es so, dass dieser Toxoplasma Gondii in der Maus, der wandert sofort ins Mäusehirn und beginnt das Mäuseverhalten zu verändern. Also in der Form, dass die Katz, die Maus, die mit Toxoplasma infiziert wird, ist, die wird ein bisschen katzendeppert, wie man im Volksmund sagt. Die denkt sich, ich hätte so gerne eine Katz als Freund. Und hat überall Katzenbüdeln hängen. Und rennt vor der Katz, möchte so gerne spielen mit einer Katz und rennt vor der Katz auf und an und hat sie am Bogel und singt Lieder. Und die Katz schaut dabei zu und dann packt sie die Maus und frisst. Und das wollte Toxoplasma erreichen. Er ist zurückgekehrt in seinen Wirten. Der Kreislauf ist geschlossen, er kann sich vermehren. Dieses kleine Dreckerl, mikroskopisch klein, tut diese Trimmerviecher praktisch bestimmen und dirigieren. Man weiß jetzt nicht, ob auf den Menschen auch solche Auswirkungen möglich sind, dass solche Erreger unser Verhalten beeinflussen können. Es gibt so Theorien in der letzten Zeit, dass möglicherweise so Bakterien Verhaltensveränderungen, aber kann man sich nicht vorstellen. So ein kleines Ding, das uns da, obwohl, manchmal denkt man sich schon, es könnte schon sein. Weil manchmal machen wir Sachen, wo wir nicht wissen, warum wir es machen. Leider die meisten Menschen beim Autofahren, aber auch so. Auch zu Hause oft. Ne? Zu Hause, da geht man oft in ein Zimmer rein und dann denkt man sich, ja, was habe ich da jetzt wollen? Und dann geht man wieder raus. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass diese Erreger Tests mit uns veranstalten. Dass sie sagen, jetzt schicken wir den Deppert nochmal in das Zimmer rein. Und wenn wir das dann wirklich machen, dann freuen sie sich und poschen mit ihren Tentakeln und bibbern mit ihren Wurm fortsetzen und haben einen Potzenkorb. Ja, wir sind aber selber schuld. Wir schaffen ja immer wieder Lebensräume für diese Mikroorganismen durch unsere Unordnung, durch unsere Mess, wie es neudeutsch heißt. Und es gibt auch ein Krankheitsbild dazu, das sogenannte Messi-Syndrom. Bei mir ist es noch nicht voll ausgebrochen. Messi-Syndrom, das Unordnungssyndrom, das haben so Leute, die nichts weghauen können. Die schlichten sie dann zu im Wohnzimmer bis zum Plafond und kreinen so kleine Tunnels umeinander mit Stirnlamperl. Wenn sie rauchen, zünden sie sich genau an. Bei mir ist es noch nicht so weit, noch nicht ausgebrochen, die Krankheit, aber ich bin nicht weit davon entfernt. Durch meine Unordnung, ja, es ist nicht, ist berufsbedingt. Ich kriege sehr viel Post, ich lese sehr viel, ich habe sehr viele Abonnements, Zeitungen, Zeitschriften, Magazine, Bücher. Jetzt kriege ich einen Haufen Post, jetzt kommt die Post, man schaut es sich an, dann sagt man sich, aha, das ist ein interessanter Artikel, aber jetzt habe ich nicht die Zeit, den zu lesen. Na, das hebe ich mal auf und man legt es auf einen Haufen. So entsteht mit der Zeit ein Messhaufen, der sich dann auch verwandelt in einen Zeithaufen, denn dieser Haufen enthält potenzielle Zeit. Die Zeit, die ich da eingespart habe beim Nicht-Lesen, die ist nachher in dem Haufen drinnen. Die muss ich irgendwann zurückgeben, spätestens beim Lesen oder beim Zusammenrahmen. Und
Der Haufen entwickelt sich, wird immer größer. Und bevor er sich über das ganze Haus ausbreitet und zu einer Ehekrise führt, mache ich dann immer Ordnungsversuche. In der Form, dass ich Ordner kaufe. Da kaufe ich Ordner, gleich so ein 100er-Packel, dass was weitergeht und dann beginne ich zu ordnen. Nimm das erste Papier von dem Messhaufen. Aha, Raubfangkehrerrechnung. Gut, machen wir einen Raubfangkehrerordner. Lochen, einheften, beschriften. Und der Ordner ist noch nicht im Regal drin. Denkt man sich schon, ja, Moment, das gehört aber in Heizungsordner auch hinein. Machen wir eine Kopie. Machen wir einen Heizungsordner, der ist noch nicht drin. Sagt, ja, den Hausordner gehört es auch. Machen wir noch eine Kopie. Und einen Ich-Ordner, wo ich mich auskenne, hat man vier Ordner mit einem Zettel. Und eine Dreiviertelstunde kackelt. Und spätestens beim dritten Zettel von dem Messhaufen haue ich dann den Hut drauf, in der Form, dass ich die Ordner auf den Messhaufen dazu hau. Also die vergrößern praktisch die Unordnung. Weil die Ordner haben so ein komisches Versprechen, die heißen Ordner, aber sie ordnen nicht. Selber muss man ordnen. Und man tut sich ja da oft selber anlegen, man sagt sich oft, wenn ich einmal Ordnung mache, dann habe ich einmal Ordnung. Das stimmt nicht. Wenn man einmal Ordnung macht, muss man immer Ordnung machen. Also, ein Sisyphus-Haken, da ist gescheiter, man fängt gar nicht an. Das gehört am Anfang gar nicht an. Ja, mein letzter Ordnungsversuch war, da habe ich so ein Stehpult gekauft. Vom Manufaktum, wunderschön. Kirgisisches Kirschenholz von der kirgisischen Kriechkirsche, die so in der Tundra kilometerweit am Boden sich entlang windet und war ohne Werkzeug, nur mit den scharfen kirgisischen Handkanten herausgehackt und mit den dicken kirgisischen Fingernägeln zu anhaben. Also wunderschön. Eine wunderschöne Schreibfläche aus Elefanten-Augenlidleder, ganz was Feines. Wo man nur mit der 24-Karat-Feder drauf schreiben kann. So habe ich dieses Stehpult eingestellt ins Arbeitszimmer und wie ich mich umdrehe, höre ich dann so ein Poltern hinter mir. So wie beim Windows, wenn man den Papierkorb ausleert, nur tausendfach vergrößert. Und wie ich zurückschaue, hat sich dieser Messhaufen über das Stehpult drüber gehaut. Die Organismen drin haben gespürt, da kommt ein Feind, der Ordnung machen will, den schiebt man gleich zu. Da will ich mich gar nicht weiter suchen, traue mir den vielleicht zusammen mit dir dann auch rein, bin ich weg. Oder? Kann man nicht genug aufpassen. Weil da durch diese Zwischenräume und Niemandsländer in so einem Messhaufen, da sind eben diese Organismen drinnen. So ein Haufen oder Eigenleben. Man kennt ja das. Ich weiß jetzt ja zum Beispiel, ich weiß ja, wo alles ist in meinem Messhaufen. Ich weiß, die eine CD ist in 35 cm Höhe und schaut 7,5 Vier. Dann kommt der Besuch, man redet und redet, dann kommt man auf die CD. Warte, hab ich das Spiel davor und geht ins Arbeitszimmer, ist die weg. Haben die eine Zeit in den Messhaufen? Und wenn der Besuch weggeht, schaut man wieder nach, schieben sie es wieder aus, die Gefraster. Nur, dass man sie ja ärgern tut. Und bitte, man ist ja selber schuld an der Unordnung, weil man als Kind nicht auf die Eltern gehört hat. Ich hab's noch im Ohr, wie sie damals immer gesagt haben, wie ich noch klar war und der Bruder, wie sie gesagt haben, tut's nach dem Spielen immer alles schön zusammenrahmen, dann haben sie immer alles schön benannt, da geht nichts verloren, da müsst ihr nicht raffen wie die Teufel, weil das eine Ding gefällt, tut's immer alles schön zusammenrahmen und wegrahmen. Die elektrische Eisenbahn nach dem Spielen immer schön einfutteralisieren, ins Originalfutteral und ins Schachtel hinein und ins Ladel hinein, da wirst du deine elektrische Eisenbahn ewig haben. Da wirst du noch im Altersheim mit deinen frontallappenatrophischen Freunden elektrische Eisenbahn spielen können. Man hat halt nicht gehorcht auf die Eltern. So kommt es dann zustande. Und das können, wie gesagt, in so einem Messhaufen können Sachen verloren gehen. Es gibt ja neben dem, denken wir da an die Justiz, wo unheimlich viele Akten sind, nicht? Wo viel Unordnung von Akten ist, wo da zum Beispiel Spitzelakten verloren gegangen sind. Da ist einmal ein Geschnitzter vorbeigegangen und dann haben die kleinen blauen Bakterien das aufgefressen, diese Spitzelakten. Da kann man nicht genug aufpassen, was da alles geschehen kann. Ja, aber es gibt ja neben dem Messi-Syndrom gibt's auch noch das Koffertaschensyndrom. Daran habe ich tatsächlich gelitten früher. Ich habe damals am Flughafen gearbeitet, in der Flugzeugabfertigung. Damals so Schichtdienst gehabt, hat man so eine Taschel gehabt, wo ich die wichtigsten Sachen, also Airline-Taschen, Qantas, Australian Airlines, da habe ich die wichtigsten Sachen drin gehabt. Ich habe immer ein bisschen an Notproviant auch mitgehabt, eine Notorange für den Fall eines plötzlichen Vitamin-C-Mangels, bevor man das Skorbut, die Fuhr der Schneider, ausfallen lässt. Dass ich mir noch ein Jaffa einspritzen kann. Dann ein paar Notmannerschnitte habe ich mitgehabt für den Fall einer plötzlichen Unterzuckerung, bevor mich der Hypo in die Knie zwingt, dass ich mir einen Schnitterl einschraube und wieder stramm dastehe. Gott sei Dank ist das alles nicht passiert und dennoch sind die Sachen verschwunden aus der Tasche, eigenartigerweise. Die Orange hat so eine Mutation durchgemacht, die hat eine Zeit lang dann wie ein grüner Semi-Stennisballen ausgeschaut. Und irgendwann war es weg, ausgegast durch die Ritzen im Zipferschluss. Und auch die Mannerschnitte sind eintiert, sind als Lesezeichen in die Paperbacks drinnen, ich weiß nicht.
Ja, wir kennen das Koffertaschensyndrom ja auch von der anderen Seite her. Das Mysterium der Damenhandtasche, wo gern Sachen verschwinden aus den Damenhandtaschen. Wollen wir gar nicht reden von der Waschmaschine. Das Geheimnis der Waschmaschine. Was, ja, da sind auch diese Organismen drin, ja, wo immer nur ein Socken verloren geht. Nicht? Wenn die einmal ein Badl nahmen, fällt es mir gar nicht auf. Nicht? Immer nur einen das nehmen. Und in der Damenhandtasche auch verschwinden gern Sachen. Nicht? Autoschlüssel verschwinden gern aus der Damenhandtasche. Nein, ich hab's sicher reingegeben. Ratz, 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 ich hab's doch reingegeben. Ratz, 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 ratz. Bitte hör auf, ich hab's ratz, ratz, ratz. Ich hör's doch scheibern, wenn ich schütteln tue. Oder das Handy. Geh, ruf mir auf, vielleicht, dass mich irgendwo muss da drinnen sein. Dabei sind die Damen aber da sicher nicht schuld. Das ist nicht frauenfeindlich. Die schuld sind die Designer, die diese sockartigen Damenhandtaschen, wo man mit dem ganzen Körper reinkäpfen muss, wie die Finsternis. Und noch dazu ist es so, dass in der Unordnung der Damenhandtasche auch intelligente Organismen drinnen sind. Winzig kleine. Die kennen sie aus, die wissen Bescheid über Physik. Die haben ihren Stephen Hawking gelesen, Short History of Time. Und die wissen, dass es Wurmlöcher in der Zeit gibt. Und jetzt kann es dann manchmal passieren, dass ein Audi-Schlüssel, dass der einen Audi-Schlüssel aus einem Damenhandtaschel durch ein zeitliches Wurmloch ins Mittelalter haben. Dann fällt der Mittelalter runter und die mittelalterlichen Leute schrecken sie und schreien auf Mittelhochdeutsch, ich kann's nicht, was ist das? Und Karl greift's nicht an, aber der Karl hat den Schlüssel schon in der Hand und drückt drauf und dann springt in der Gegenwart ein Audi-Kofferraum auf, was man oft auf Parkplätzen beobachten kann, wo sich die Leute oft schrecken tun. Ja, aber nicht nur Sachen können verloren gehen, auch Lebewesen, Menschlein gar. Ich kann mich nur gut erinnern, in die 50er, 60er Jahre im Sommer, im Stadionboot, bumm, voll, was da Schroppen verloren gegangen sind. Dann gestanden mit der Glatthosen rotzig, meine, wo ist meine Mama? Man hat's dann genommen, hat's zum Bademaster gebracht, hat's dort abgeliefert. Der hat dann gefragt, wie heißt denn du? Ich weiß nicht. Wie sagt denn dein Papa zu dir oder deine Mama? Scheiße. Der kleine Scheiße wartet in dem 10-Meter-Turm auf seine Eltern. Und 200 Leute hingerinnt, weil der Geschraub scheiße gehassen hat. Aber verloren zu gehen, ist schon ein traumatisches Erlebnis für ein Kind. Ich kann mich nur erinnern, mir ist es einmal passiert. Also ich weiß es noch wie heute, wie es damals war. Es war Anfang der 50er Jahre, im 51er Jahr sind die Eltern aus dem kroatischen Stenaz, Südburgenland, nach Wien, im 10. Bezirk, Favoriten, Humboldtplatz gezogen. Und nach wenigen Wochen haben sie mich wieder zurückgeschickt. Warum, weiß ich nicht, weil ich dauernd, weil ich so viel geraucht habe oder weil ich beim einzigen Auto in der Gasse die Luft auslassen hat. Jedenfalls haben sie mich wieder zurückgeschickt zu den Großeltern und haben mich in die Obhut einer Nachbarstochter gegeben. Eine gewisse Ida war das, die war so 18 Jahre alt. Die sollte mich von Wien Favoriten nach Stenaz Südburgenland bringen, wo es ja damals eine Weltreise war. Da ist man gefahren vom Südbahnhof nach Friedberg, Steiermark, umsteigen, anderer Zug nach Oberwart und dann mit dem Bus nach Ollersdorf, Nachbarortschaft von Stenaz und dann nur 2,5 Kilometer durch den dunklen Wald. Also, da war man einen halben Tag unterwegs. Im Zug dieser Reise hat mich diese Ida ein bisschen aus den Augen verloren, die hat doch andere Interessen gehabt als 18-Jähriger, als einen rotzigen 4-Jährigen zu beaufsichtigen. Und dann in Ollersdorf, wie der Bus angekommen ist, sind da alle ausgestiegen, der Bus ist weggefahren und dann bin ich dort gestanden. Und es war am Abend schon, war im Februar, am 8. auf Nacht und da war es finster schon. Und damals, Anfang der 50er Jahre, wenn es da finster war, da war es dunkel. Das ist ja heute nicht mehr. Heute brennt ja überall eine Reklame oder irgendein Licht oder eine Straßenbeleuchtung. Das war damals nicht, da war es finster wie ein Teufel sein Arschloch. Aber ich weiß, was war das? Die Hand vor die Augen nicht gesehen. Die Leute alle weg habe ich natürlich geweint, aber aus der Dunkelheit hat sie ein erwachsener Stenazer gelöst und hat mich dann angesprochen. Zuerst einmal geschaut, wer ich bin. Tschüssi, die Mali. Ja, so Pavkin. Und Gele Pavkine. Da. Also Hausname, Muttername. Damit war ich identified. Da hat er mich auf sein Radl gesetzt und mit den 2,5 Kilometer durch den dunklen Wald zu den Großeltern nach Stenaz gebracht. Aus Dankbarkeit habe ich ihm gleich meine ganze Lebensgeschichte erzählt, die ja damals noch nicht so lang war mit 4 Jahren. Daher habe ich es, glaube ich, 8-mal erzählt. Und er war dann recht froh, als er mich bei den Großeltern abliefern konnte. Aber was ich erzählen möchte mit der Geschichte ist, dass damals so war und wahrscheinlich heute noch am Land, dass man zwar verloren gehen kann, aber man wird wieder gefunden. Weil da geht man auch, das ist alles irgendwie übersichtlich. Wohingegen in der Großstadt, da kann man schon nachhaltig verloren gehen. Wien damals 51 über 2 Millionen Einwohner gehabt. Da hat man schon ordentlich verloren gehen können, dass man gar nicht mehr gefunden worden ist. Es sei denn, man hat einen riesen Masel gehabt. Wie eine meiner Cousinen, die haben es damals auch, und 52 Jahre, glaube ich, war es, haben sie nach Wien geschickt. Die sollte dann Dienst antreten, war mit der Schule fertig, 15 Jahre. Sollte dann Dienst antreten als Kindermadel in einem Kinderheim. Und die haben es genau gebrieft,
haben sie nach Oberwart zum Zug gebracht und haben mir alles genau erklärt, was ich in Wien machen muss. Gleich auf Deutsch, weil in Wien musst du dann auch Deutsch reden. Und haben sie im Stenazer Deutsch erklärt, was er am Südbahnhof machen muss. Auf Südbahnhof muss aussteigen vom Zug und oben gehen in Halle. Und in Halle muss Fieri gehen. Fieri, Fieri, Fieri. Bis Glostir. Und bei Glostir aussehen auf Gehsteig. Und dann muss stehen bleiben, wenn so Eisen im Boden. Also vor der Tramwehrschiene soll stehen bleiben praktisch. Da haben sie nur erklärt, die Tramwehaltestelle und dass das der 118 ist, der 18er, damals 118er geheißen. Dann soll es warten, bis die Tramwehr kommt, der rote Zug. Und dann soll es einsteigen und sie hinsetzen und erst aussteigen, wenn die Tramwehr ganz lang stehen bleibt. Also nicht, wenn die so ein bisschen stehen bleibt und dann wieder weiterfährt, sondern wenn die ganz lang stehen bleibt und alle aussteigen, dem in Kappel auch, dann soll sie auch aussteigen und dort wartet dann die Reisel. Gut, die junge Dame ist in 118er in die Gegenrichtung eingestiegen, ist ans andere Ende von Wien gefahren, 24 Kilometer entfernt von ihrer Destination, ist dort ausgestiegen, dort war natürlich weit und breit kein Reisel, aber sie hat die erste Passantin angesprochen mit der Frage, wo ist da die Reisel? Und siehe da, es war die beste Freundin der Reisel, so ein Masel musst du einmal haben. Hat der Herrgott mit einem Eigel runtergeschaut. Das war ja von der Maselqualität ungefähr so, wie wenn man einen Hängerzug mit Setzkastenbuchstaben umhaut und dann steht der große Brockhaus dort feinsäuberlich geschrieben. Also, da muss man wirklich sagen, die hat schon einen Riesenmasel gehabt. Aber das Wien war ja für uns, wenn wir von Stenaz gekommen sind, das war ein Riesensprung, wie aus dem Mittelalter in die Neuzeit geschleudert werden. Ich weiß noch, mein erstes Wien-Erlebnis war ja diese Parks, der Humboldt-Park, wo wir gewohnt haben, war Anfang der 50er, dort war jedes dritte Haus, war ein Bombenvolltreffer, waren sehr viele Ruinen und Städten zusammengekramt. Aber die Parks haben schon schön hergekriegt gehabt. Und die haben mich so fasziniert. Für unsere Kinder, die Parks für die Kinder, Licht, Luft und Sonne, die Rasenflächen haben mich so fasziniert. Also groß, im Rasen habe ich nicht gewusst, aber groß, so ein schönes Gras. Und die haben mich dann gewundert, die haben da so ein schönes Gras, nur wo haben die Kühe, habe ich mich gefragt. Wenn man denkt, haben die Kühe, weil die müssen Kühe haben, oder haben die in Köln und die fressen Koksbriketts oder was weiß ich. Und oben haben so ein schönes Gras, weil ich habe die Parks automatisch als Weiden begriffen. Weil die Kuh war ja ein zentrales Tier bei uns in Stenaz, wir waren arme Leute, die Kuh war ein Zugtier und hat Milch gegeben und war überhaupt mein Lebenstier, war die Kuh, das Rind. Das war, wenn wir später auf Besuch runtergefahren sind, ich habe zuerst die Kühe begrüßt, dann die Tanten, war die Reihenfolge, die Hierarchie war völlig klar. Ja, und in der letzten Zeit, muss ich sagen, in den letzten eineinhalb Jahrzehnten habe ich mich völlig abgewandt vom Rind, von der Kuh im Speziellen, weil ich draufgekommen bin, was das für Gefraster sind, die Rinder. Die tun so schön mit den großen Augen, mit den Wimpern, schauen so freundlich, dabei sind es enorme Hundsgefraster, die wollen uns umbringen. Mit diesem BSE, bovine spongiforme Enzephalopathie, Rinderwahnsinn, wollen sie uns anstecken, dass wir Kreuzfeld-Jakob kriegen und dann extra noch so, schau, das schöne Filet, friss mich, dass du deppert wirst. Also das machen sie zu fleiß. Noch dazu, das ist ja nicht das Einzige, wo sie uns heimtragen wollen. Das Zweite ist ja mit dem Methan. Die haben extra 5 Mägen und tun so schlampert kauen, dass möglichst viel Methan entsteht. Dann rülpsen wieder auf und hinten und vorn geht das raus. Und mit dem ganzen Methan hauen ja die das ganze Ozonloch und alles zusammen. Das sind nicht wir mit den Autos, die Kühe sind das. Mit ihren Methan, das machen sie zu freis. Also unglaublich. Jetzt war bei mir die Kuh hat bei mir ausgeschissen, da habe ich keinen Mitleid. Da habe ich kein Mittel mehr. Sollen sie machen mit einer was wollen, wie das war? Sollen sie das Hemd dran oder sollen sie ein Schleichel reinstecken hinten und ein Gasherd betreiben mit Methangas? Der arme Bauer, vielleicht für den der Transport in den Schlachthof zu teuer ist, zustäpseln die Kuh hinten, warten bis aufsteigt wie ein Ballon und am Schnierl zum Fleischhocker bringen wie ein Firmungsballon. Mir ist es egal. Dabei sind es nicht die Kühe allein. Es sind ja andere, alle die großen Grasfresser, auch die Pferde. Mit Ross habe ich nicht so Erfahrungen gehabt von Stenaz, weil wir keine gehabt haben. Aber die sind ja auch, die machen auch das mit Methan, obwohl es keine Wiederkäuer sind. Aber da habe ich mein Pferdemethan-Erlebnis, das liegt jetzt so, das war 20 Jahre her, Dreharbeiten, Rosegger-Film in Rosegers Waldheimat. Ich habe da einen Gendarmen gespielt und die Szene war, da war ein Pferdegespann, das waren so schwarze Kaltblüter, so Kaltblüter-Rappen, wunderschöne, solche Arschbacken, glänzendes Fell, schöne Tiere. Und da hinten ist ein Wagen angehängt gewesen und auf dem Wagen ist eine Leiche gelegen. Also keine echte Leiche, das war zu teuer gewesen, aber ein Komparse, der sich für 250 Schilling totgestellt hat. Und die Szene war, ich musste betroffen auf diese vermeintliche Leiche schauen
und die Kamera und Regie hat mich eingerichtet, genau zwischen die Arschbacken von den einen riesigen Roster. Und dann habe ich betroffen geschaut und die Szene ist losgegangen. Auf einmal hebt er das Schwafel hoch, stülpt so eine schlauchartige Tülle aus, öffnet es und lässt einen Schaß von 1,5 Minuten, mindestens. Mir hat's fast das Kapperl verdreht. Gott sei Dank habe ich es fest antrieben gehabt. Professionell weiterhin betroffen geschaut, flatternden Augenlids. Dann war der endlich fertig, hat da eingezogen, Schwafel runtergelassen. Aus dem Augenwinkel habe ich gesehen, das Rose ist um die Hälfte kleiner geworden. Und ich traue mich um zu meinem Kollegen und sage, der Toni, hast du das gesehen? Sagt er, ja, Gott sei Dank haben wir nicht geraucht. Ja. Da wäre auch. Da wäre eine Feuerwalze hinweggerast über die über Rosekas Waldheimer. Da wäre verbrannte Erde hätten wir dort. Aber um zurückzukommen auf die Parks im 10. Bezirk, die waren wie gesagt für die Kinder da. Wir haben aber nie gespielt im Park, denn die Parks damals, Anfang der 50er, waren okkupiert von ausnehmend hässlichen, enorm bösartigen, kleinen, dicken, alten Menschen. Die waren so schier, der schierste Dreiecksbüdel ist eine Prinzessin dagegen. Da hat er so schierche, blade, wolzenförmige Hund gehabt. Die sind am Bangeln neben einer gesessen, die haben vor lauter Blade an denen einmal mehr böen können. Die haben so riesige termitenbauartige Haufen geschissen, um die wir als Jobbenstar haben rennen müssen. Und diese bösen, schierchen alten Leute waren so short people. Die sind gesessen am Bangeln und haben so kutscht mit den Haxen, wollten eh scheren im Split, sind aber nicht runtergekommen. Und die bösen, schierchen alten Leute und die bösen, schierchen, bladen alten Hund haben nur gewartet, dass irgendwer kommt, den sie was zu fleiß machen können. Und wenn wir auf den Park nur zugegangen sind, haben wir mal die Alten zum Hurschen angefangen. Da staubt's, ein Wahnsinn! Die Hunde haben noch böter so. Schaut, das Wetter kommt, ist Hund gefressen, da ist Robertsbuhm, schlecht euch da aus dem Park. Wir haben uns geschlichen, denn wir hatten viel schönere Spielplätze als die Parks. Wir hatten die Gstetten. Die alten Pumpenruinen, die weggerannt waren, Gstetten, wunderschön, waren Erlebnisspielplätze. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Man lässt die Kinder heute nicht heben, aus Sicherheitsgründen. Aber damals war das wunderbar. Na, dann ist der Wiederaufbau gekommen, war ja notwendig. Auf manche Gstetten sind Wohnhäuser gebaut worden, auf andere Kaufhäuser, auf größere Gstetten Einkaufszentren und auf die ganz großen Gstetten Einkaufsparadiese, Einkaufswelten, Einkaufscities, Shoppingcities, wo man keinen Erlebnisspielplatz mehr hat, aber man kann einen Erlebniseinkauf tätigen. Hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein. Shopping macht happy, Erlebniseinkauf in der Shopping City, was ich eigentlich nicht so genossen habe bisher. Bis vor 20 Jahren mal in der Shopping City Süd, da bin ich traumatisiert worden und habe mir das eigentlich dann nicht mehr so gegeben. Aber jetzt in der Programmerarbeitung voriges Jahr haben wir gedacht, habe ich so verschiedene Niemandsländer aufgesucht. Und bin ich auch mal drauf gekommen, es gibt nur die Shopping City Süd, weil die habe ich kennt von früher. Aber in der Zwischenzeit gibt es ja Shopping City Nord, Shopping City Ost, Shopping City West, Shopping City Süd, Südost, Ost, Südost, West, Süd, West, Nord, West, Ost, Nord, Ost, was weiß ich. Wien ist umzingelt von Shopping Cities. In einer Zwarerei, wie zwei Linienwelle liegt es um Wien herum, was auch Sicherheitsaspekte hat. Für den Fall sollten die Türken, die Awaren, die Hunnen, die Horden Genghis Khans wieder auf irgendeine blöde Idee kommen. Kommen sie zuerst in die Shopping City, kaufen sie eine Schlagbohrmaschine, einen Kebab und gehen wieder heim. Da kann nichts passieren. Und da habe ich mal. Und dazu verwöhnt, in der Programmvorbereitung musste ich nach Floridsdorf mein Auto zum Service bringen. Und der hat gesagt, in 3 Stunden kann ich ihn wieder haben. Da habe ich gedacht, schau ich mich da ein bisschen um im Bezirk. Ich habe früher dort gewohnt, einmal vor langer Zeit. Na und komm raus aus der Werkstatt und sehe gegenüber SCN, Shopping City Nord. Und man denkt, na, vielleicht wage ich das Abenteuer, eine Expedition in die Shopping City Nord. Ja, man denkt, das gebe ich mir. Das einzige Problem war, ich bin da gestanden vor der Werkstatt, dort war die SCN, dazwischen die Brünnerstraßen. Die war das Problem. Die Brünnerstraßen, wie soll man das jemandem, der es nicht kennt, erklären? Ich war jetzt auf Tournee, ich habe das so versucht. Gegen die Brünnerstraßen ist die chinesische Mauer ein Jägerzaun, kann man ungefähr sagen. Wo man aus dem Stand mit einem Haxen drüber haben kann. Weil das sind
Ich meine, vor mir 4 Autospuren, dann so eine Schwelle, 2 Tramwehrspuren, wieder eine Schwelle und wieder 4 Autospuren. Und dann dort, wo ich gestanden bin, darf man gar nicht umgehen. Also da ist kein Zebrastreifen und keine Ampel. Nicht? Also wenn man da, von da dort hin will, muss man so und so und so gehen. Nicht? Und man kann schon so probieren. Aber da sprintet man über die 4 Autospuren, dann stehst du auf der Schwelle, wogelst, für die fuhren die Tramwehr zusammen hinter Lastler. Dort mehrere Menschen schon sterben sehen. Und wenn man es schafft, bis um, springt der Wachter hinter den Baum für ihn und gibt dann eine Strafmandat. Also, nein, mache ich das korrekt, mache das so und so und so. Und da ist das alles geordnet, da sind 4 Autospuren. Und dann ist so ein Mittelstreifen, da ist eine Ampelphase für den Fußgänger. Und dann wieder 4 Autospuren, sind 8, dort oben sind 12, sind 2 Tramwehr, 16, dann 20, sind 24, 28 Spuren. Also, es ist schon zum Schaffen. Und man sind auch 12 Ampelphasen für den Fußgänger, wobei die Grünphasen für den Fußgänger sind fußgängerfreundlich von der Schaltung her. Also eine Grünphase dauert ca. 0,01 Sekunden. Ja, Hans Guck in die Luft darf man nicht sein. Nicht? Muss man sich schon ein bisschen konzentrieren. Und wie ich in die Sprinterstartstellung gehe, sicher aus dem Augenwinkel, ja, alte, eine kleine alte Frau, die bitterlich weint, sag ich, ja, Mutterl, was ist denn los? Sagt sie, seit 8 Stunden bin ich da oben und komme hin. Sag ich, ja, Mutterl, da müssen Sie sich ein bisschen zusammenreißen. Und sich konzentrieren, fixieren Sie da das grüne Mandel, wenn das aufreicht, dann sprinten Sie einmal bis zum ersten Mittelstreifen. Dann können Sie ein bisschen Pause machen. Rauchen Sie Zigaretten, essen Sie Wurstzimmel, lesen Sie ein gutes Buch, schlafen Sie ein Randl, trinken Sie einen Tee, wenn Sie einen mit haben, wie auch immer. Und wenn Sie dann wieder bekräftigt sind, machen Sie die nächste Etappe. Und in 2, 3 Wochen werden Sie sicher drüben sein, wo Sie hinwollen. Ich konnte mich dann nicht mehr kümmern, bin losgesprintet. Sie ist dann gestorben am ersten Mittelstreifen. Ich weiß nicht, keine Cheek mitgehabt oder keine Leberkasse mehr. Man ist erst draufgekommen, wie die Tauben so herumpackt haben. Aber da war eh nur mehr der Mantel dort und die Einkaufstasche. Ich war doch noch 1,5 Stunden drüben. Bin ich gestanden vor dem Shoppingparadies. Da habe ich diese Schwellenangst gehabt. War eine riesen gläserne Drehtür mit 8 Meter Durchmesser. Vormittag, wenig Leute, und man denkt, na servus, wenn ich die allein schieben muss, bin ich schon müde, bis ich da drüben reinkomme. Aber es ist dann eh automatisch losgegangen, da muss so ein Lichtschranken gewesen sein. Jetzt dreht sich das von selber, nicht? Die dreht hier. Und jetzt hat man dann wieder Angst, und man denkt, servus, wenn ich da niederfalle, dann wutzelt mich das stundenlang im Kreis da. Alle Extremitäten abgerissen, angeschunden als wir, und purzelt dort herum wie ein angenockter Kuckerutzkolben. Aber ich habe dann echt gesehen, auf der Gegenüberseite haben sie eine Sicherheitseinrichtung, so ein Abstreifblech. Da werden die Niedergefallenen ausgeworfen. Die rollen rein ins Shoppingparadies. Ich bin doch stehenden Fußes reinkommen und da habe ich gleich gespürt, diese Shopping-City-Atmosphäre. Die haben dort überall 4 bis 5 Bar Überdruck. Da hat man so ein Rauschen schaut und man weiß nicht, hat man einen Tinnitus oder ist diese Aufzugsmusik, was da überall spielen. Und gleichzeitig wird weißes Rauschen ausgesendet aus unsichtbaren Boxen. Und das weiße Rauschen ist unhörbar, aber es macht so kleine epileptische Anfälle. Dadurch immer schon ein bisschen ferngesteuert, geht man dann so herum. Man schaut sich dann Sachen an, die man sich sonst nie anschauen würde. Ich habe mir ertappt, wie ich mir einen Häcksler angeschaut habe. Ah, Häcksler! Da haben wir die Leute angeschaut und die haben alle ganz angefressen dreigeschaut, ganz bass. Einer ist mit der Rolltreppe aufgefahren, der hat dreigeschaut, dass sie denken, Scheiße, jetzt fahr ich da auf, da kann ich nachher wieder oben fahren. Andere ist runtergefahren, der wird wahrscheinlich oben bleiben. Und dann ist schon dieses Opferfeeling in mir aufgekeimt, dieses Tempelfeeling, wie man es kennt aus indischen Hindu-Tempeln. Ja, da gibt es so Tempeln, also im Affentempel, da muss man dem Affen was opfern, im Rotzentempel muss man dem Rotzen was geben, weil wenn man das nicht tut, dann sauft man nachher beim Haarwaschen im Ganges. Und ich mir denke, ich muss da jetzt einen Opferkauf tätigen, weil wenn ich das nicht mache, führt mich beim Zurückgehen der 31er Zahn. Und im Kaufen, 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 und dann dumm gegangen. Und dann bin ich in die Geschäfte reingeschaut, dort sind überall Leute drin gelernt mit der Körperhaltung, komm ja nicht rein. Mach ich am telefoniert mit dem Handy, da steht so ein Blatter von der Auslage, hoffentlich kommt das Arschloch nicht rein. Ich hab's aber doch geschafft, meinen Opferkauf zu tätigen in einem Werkzeugsupermarkt. Ich kaufe im Zweifelsfall immer Werkzeug, ich bin ein Werkzeugfetischist, jede Menge Werkzeug zu Hause, alles original verpackt. Und das Auspackgeschichte immer umgeht. Ja, und dann ist mir gleich besser gegangen. Da war ich befreit irgendwie, hab mich freier umschauen können. Und dann schaue ich, sehe ich da auf so einem Ort umgefallenen Kilometerstand, sitzt eine junge Frau und schaut unheimlich verängstigt und gleichzeitig traurig drein. Also ganz, 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 ganz fertig hat die ausgeschaut.
Und die war umzingelt von so Schwedenkaminen, so Schwedenöfen. Die sind wie ein angreifendes Hyänenrudel um sie herumgestanden. So Schwedenkamine, das sind so Öfen, die haben vorne ein Glasdeal. Die kann man offen betreiben, dann ist wie ein offener Kamin, dass die Glut am Spannteppich fallen kann und die Hitten anzünden. Oder man kann es auch geschlossen betreiben, dann schaut es halt aus wie ein Lagerfeuer im Fernsehen. Und die. Die sind um die herumgestanden und die hat ganz traurig und verängstigt geschaut. Und man denkt, warum sitzt die dort, wenn sie offenbar nicht gut geht? Bis man dann eingefallen ist, dass die vielleicht dort sitzen muss, dass die Eiter ist dort zum Sitzen. Weil mir ist das alte Architektenproblem eingefallen. Nicht früher, die Architekten haben Pläne gezeichnet, haben es den Leuten gezeigt und die Leute haben immer gesagt, Herr Architekt, es tut mir leid, ich sehe da nur Strich, ich kann mir da nichts vorstellen. Und dann sind die Architekten dazu übergegangen, dass sie überall so Mandeln draufzeichnet haben auf die Pläne, so Architektenwichteln, wie ich es nenne. Da geht einer mit einem Hund oder irgendwo Land an oder einer mit einem Regenschirm, da haben sie die Leute dann ausgekannt. Ach so, das ist ein Haus hinter dem Mann mit dem Hund, jetzt kenne ich mich aus, Herr Architekt. Und dass die Frau dort sitzen musste, um diesen umgeschmissenen Kilometerstau als Sitzbankerl zu definieren. Jetzt haben wir uns in die Richtung weiter angeschaut und da sind überall so Straßendorfen in einer Shopping City. Da standen Pizza-Piazza, da sind ein Haufen Leute gesessen und haben ganz angefressen auf einer Pizza geschaut, weil sie wahrscheinlich lieber einen Kassel-Überkass gehabt hätten. Aber an dem Tag waren sie zum Pizzasitzen eingeteilt. Also ich habe mir gedacht, dass das Komparsen sind, die dort sitzen müssen, um die Räume zu definieren, dass die dort eingeteilt sind. Und das ist ja keine schlechte Idee. Aber da müsste man das ein bisschen besser inszenieren und vom Casting auch her besser machen, dass das wirklich funktioniert. Weil die Geschichte ist mir dann wieder eingefallen, auf meiner weiteren Suche nach Niemandsländern, da habe ich auch so aufgesucht, so Autobahn-Kleeblätter, nicht wo so Autobahnauffahrten und Abfahrten, da bilden sie so Rondos, da wo ja meistens nichts drin ist, auch grapperte Birken und ein bisschen Gras oder was, wo ich mir schon oft gedacht habe, dort könnte man ja was reinmachen. Ich meine, reingemacht wird eh, aber dass man. Da was Gescheites, dass man eine macht. Und dann habe ich sowas entdeckt, ein belebtes Autobahn-Kleeblatt im Süden von Wien, die Blaue Lagune. Wunderschön. Das ist so ein Fertigteil-Musterhaus-Ausstellungsdorf. Also ist ein richtig schönes Dorf. Wunderschöne Häuser. Fertigteil-Muster-Gehsteige, Fertigteil-Musterstraßen, Fertigteil-Muster-Tuien, Fertigteil-Muster. Also wunderschön. Ein Haus schöner als das andere. Da kann man überall reingehen. Sind komplett eingerichtet, Installationen, Strom drin, das Licht brennt, katzt ist, also wunderschön, aber irgendwas hat mich gestört. Ich denke, irgendwas stört mich da, was passt da nicht? Bis ich draufgekommen bin, dass in jedem Haus nur ein Verkäufer drinnen sitzt und keine Leute drinnen wohnen. Da steht ein frustrierter Verkäufer, viele Alkoholiker dabei, weil sie dauernd frustriert werden. Es kommt ja nie einer und sagt von den Interessenten, geh raus aus der Hütte, ich nehm's gleich mit, brauchst nicht einpacken. Die tun, ja, ich muss mir das noch überlegen, ich mein einen Prospekt mit, ja, ich weiß nicht, ja, na gut, ich ruf morgen an, beim Aussehen, hab da eine Vase, mach dann vorher einen Paketboden und steh's draußen im Gartenzwerg um, nicht? Und der zahlt schon wieder an beim Wodkaflaschen. Und wenn man denkt, das ist falsch, dann müsste man anders machen, dass man da Fertigteil-Musterleute einsetzt, Fertigteil-Musterfamilien, je nach Haustyp. Man müsste ein Casting machen und dann aussuchen, vielleicht so, Sie Nummer 5, treten Sie vor. Ja, sie passen mal ins Titelmaushaus rein. Brauchen wir noch ein Titelmaushausfrau und ein paar Titelmaushauskinder, dann wären sie die Titelmaushausfamilie. Und dann andere wieder, dann gibt es ein Haus Tara, gibt es ein Südstaatenpalais. Dann müssen wir so eine Art exhumierte Clark Gables mit einem schwarzen Kipferl und mit einer messerscharfen Bügelfalte auf und ab gehen lassen. Also je nach Haustyp, dann vielleicht mehr rustikale Menschen. Wobei ich sagen muss, ein Haustyp hat mir dort gefehlt. Ein Fertighaustyp, das wäre ein Renner, wenn man den auf den Markt bringt. Ich würde das schon schützen lassen. Und zwar. Fertigteilhaustyp Heiselbauerhaus. Es müsste so sein, auf drei Seiten nicht verputzt. Unterschiedlich große Fenster in verschiedenen Höhen. Die Eingangstür im ersten Stock mit einer Händelleiter. Davor ein Eintricker der Schoderhaufen mit einer rostigen Mischmaschine. Ein umgeschmissener Kindertraktor und so eine Schüssel am Dach. Und die Familie müsste auch so sein, der Familienvater müsste sein, ein Langzeithockenstarter, der immer bastelt daheim. Der müsste immer, wenn die Interessenten kommen, müsste der immer was Schwieriges basteln. Irgendwas, Überkopfarbeit, irgendeine Leisten mit einer Gärung. Der muss sagen, Scheiße, ich krieg das nicht auf! Und denen die Leute gleich helfen. Wart, ich halt das auf der anderen Seite, pass auf, da haben Achterschrauben, meine ich, das geht schon. Da hätten sie schön montieren den ganzen Tag, auf Nacht wird das alles wieder runtergerissen, dass er am nächsten Tag wieder Überkopf hackeln kann. Also, das wäre sicher eine interessante Geschichte. Da könnte man auch Fragen stellen an die Fertigteil-Musterhausfrau. Wie schaffen Sie das, dass Sie das Zeranfeld immer so sauber haben? Dann sagt die Fertigteil-Musterhausfrau,
Ja, dann nehme ich mein Mikrofasertuch und wische einfach drüber. Und ist alles blitzsauber. Ach, kann man das kaufen bei Ihnen? Ja, der 1000er Backel kostet 4 Millionen Euro. Können wir das gleich mitnehmen. Und da wissen die Leute gleich, wie man da tut mit dem Ceranfeld, dass man mit dem Mikrofasertuch, dass man den Haxen in die Hände schleudern muss, dass durch die Körperspannung sich der Dreck in Fetzen reinzahlt. Also da könnten diese fertigteilen Musterfamilien ein Musterleben vorführen praktisch, dass die Käufer dann gleich wissen, wie man da wohnt und wie man da lebt in so einem Haus. Das ist ja wichtig heutzutage. Und das gibt's auch immer mehr. Früher war das viel schwieriger. Jetzt, wenn ich denke, früher als junger Mensch, auf alles hat man selber draufkommen müssen, wie man wohnt und alles. Ich weiß noch, die erste Wohnung. Ein junger Mensch, junger Familienvater, junger Ehemann und die Wohnung war in einem Bau. Die Wohnung war nicht fertig, war nicht halb fertig, die war nicht einmal viertelfertig. Da ist irgendwann die Baufirma fluchtartig angerissen. Aber als junger Mensch, kein Geld, haben wir gesagt, na, das mache ich mir selber. Da bin ich Manns genug. Fußboden war nicht versiegelt, sage ich, das kann jetzt ein Mirakel sein, Fußboden versiegeln. Hab mich erkundigt, befreundet und ihm gesagt, jo, du brauchst einen Zwei-Komponenten-Lack, musst aber aufpassen, wenn du den Zaum lässt, jo, dann ist der Verarbeitungszeit von 3 Stunden bei 22 Grad Raumtemperatur. Und eins haben sie mir alle gesagt, hört, aber eins, pass auf, wenn du versiegeln tust, mach die Fenster zu, weil sonst kommt ein Staubkernl rein, das versiegelst rein, das siehst immer die Staubkernl, du schaust immer auf die Staubkernl hin, mach die Fenster zu. Gut. Ist alles besorgt, Fenster zu, dann mit einem winzigen Bürstel kniend begonnen zu versiegeln. Nach der Hälfte vom ersten Zimmer bin ich das erste Mal ohnmächtig in zwei Komponentinger. Eine klatscht, war aber gleich wieder bei mir, war ja gut bei Kondition. Hab dann weitergestrichen, hab das fertig geschafft, das Zimmer. Alle 1,5 Meter an Gesichtsabdruck. Bis Turin ein Grabtuch. Ja, und wie ich nach 14 Tagen aus der Entgiftungsstation rausgekommen bin, war ich richtig stolz. Ah, versiegelt ist. Ja, man denkt, ja. Versiegelt haben wir, weiter geht's. Tapeziert wird. Vorher noch nie eine Tapeten in der Hand gehabt, aber damals, Anfang der 70er, war die Blütezeit der Tapeten. Da ist ja alles tapeziert worden. Da haben die Tuja im Vorgartel tapeziert, dass das schöner wird. Nicht? Selber haben sie sich tapeziert, Hund haben sie tapeziert, alles ist tapeziert worden. Und die Tapeten, damals, Anfang der 70er, vom Design her, kann man sagen, die waren lebhaft. Wir haben Artischocken gewählt. Damals habe ich gewusst, dass es Artischocken sind. Und die waren auch nicht so groß wie Artischocken, die waren so breit und so hoch. Also wie Mörder-Artischocken aus einem Horrorfilm. Die Killer-Artischocken greifen an, nichts wie weg hier. Rettet euer Leben. Und man hat das Zimmer aber danach bestimmen können. Das Zimmer ist 18 Artischocken lang, 12 breit und 8 hoch. Und da haben mir die Freunde wieder Ratschläge gegeben. Hier ist beim Zuschneiden, pass auf, dass der nicht springt, die Artischocken. Na, haben wir gut gemacht. Wir waren in einer Reihe alle. Sind wir gestanden, meine Frau und ich, in dem Artischockenrudel. War ja doch stolz, tapeziert ist. Weiter geht's, Badezimmer. Ja, Fliesen, hätte ich kein Geld gehabt, hätte mir auch nicht drüber traut. Aber damals hat man auch Badezimmer tapeziert. Es gab wasserfeste Badezimmertapeten. Und ja, das Badezimmer war halt ein bisschen ein Problem in dem Bau, denn der Architekt, der den Bau geplant hat, der ist übrigens bei der ersten Schlüsselübergabe gleich mit den Erstschlüsseln erschlagen worden, dass er nie wieder hätten baut. Der hat beim Planzeichner, wo er mit den Strichen nicht zusammengekommen ist, dass so ein Treppel entstanden ist, dort hat er überall reingeschrieben, Bad. Das hat gehabt 27 Ecken, stockdunkel, eiskalt. War keine Zentralheizung in dem Bau drinnen, aber es war so ein kleiner Heizstrahler im Badezimmer. Nur war das Haus elektrisch ein bisschen schwach dimensioniert. Das heißt, wenn ich den Heizstrahler auftrat habe, ist in die anderen Wohnungen der Radio leiser geworden, die haben nachschrauben müssen. Die Leute haben dann schon gefeiert, der Resitar jetzt duscht wieder, das Pegeleisen wird nicht warm, das Schweinsbraten wird nicht gar. Da habe ich gedacht, da muss es auch andere Lösungen geben. Hatte damals schon meinen Geheimrat Goethe Intus, wusste Bescheid über die Farbenlehre und wusste, es gibt kalte Farben und warme Farben. Kalte Farben, grün, blau, warme Farben, gelb, orange, rot, alle Arten von rot, violett, purple, purple haze, Jimi Hendrix, Popfarbe. Man denkt, ja, nimmer warme Farben. Haben wir ausgesucht, Tapeten, das war so ein plätschenartiges Design. Diese Plätschen haben ausgeschaut wie das Auge eines Vulkanausbruchs. So muss es ausschauen, wenn sie in der Sekunde, wo sich Magma zu Lava verwandelt. Also innen ganz hellgelb und dann dunkelgelb und orange ins Rote, rot, rot, rot und dann ins Violette, Purple. So wunderbar. Hab's tapeziert, hab's getestet, hab kalt geduscht und hab mich so hingehalten. Da hat man gespürt, wie es warm weggegangen ist von mir.
So, war das auch erledigt, dann weiter geht's. Jetzt habe ich tapeziert, versiegelt habe ich, was kann da noch sein. Da träume ich sogar über Möbel drüber. Nicht über Großmöbel, aber über Kleinmöbel. So Bücherregale, Hängeregale kann ich mir doch selber machen. Es war auch die Blütezeit des Bastelns damals. Die Bastelgeschäfte haben geboomt mit den hochgiftigen Spanplatten, wo viele Menschen ja schon gestorben sind dran. Und da haben wir sich dann daheim einen Schnittplan gemacht, auf der Rückseite von einem Tramwai-Vorschein, und dann ist man mit dem Schnittplan ins Bastlergeschäft, hat ihn übergeben an den vielfach vorbestraften Zuschneider. Der hat den Weg gekaut und hat auf einer riesigen Platte eine Stunde lang herumgesagelt, dass man mit so einem Latterl heimgegangen war, aber froh, dass man nicht nur einen Knackwatsch nachgekriegt hat. Da habe ich so ein Bücherhängeregal gehabt, meins hat ausgeschaut wie ein Parallelogramm, aber wenn man viel Birkel reingestopft hat, war es im Winkel. Allerdings zu schwer, ist aus den Tüben ausgerissen und am Boden zerschellt. War ein bisschen ein gefährliches Wohnen, abenteuerlich, aber doch individuell. Jeder hatte sein eigenes Design, das war schon was Besonderes. Dann ist ja diese IKEA-Epoche angebrochen. Da hat sich einiges verändert. Die Möbel haben auf einmal Namen gehabt, das Kastl hat auf einmal Olaf Kassen, Sven, der Kleiderständer, Ingrid, die Schuhablage. Hat man ein bisschen Anspruch auch gehabt, ne? Man hat auch mehr Respekt gehabt vor den Möbeln, weil früher gesagt, geh schieb die scheiß Kastlerstiegel um. Hat man da nicht gesagt, ich schieb den scheiß Olaf um, hat keiner gesagt. Vielleicht kannst du den Olaf ein Stückchen rüberrücken, aber frag ihn vorher, vielleicht mag er gar nicht. Dann lass man halt stehen, den Olaf-Filly. Und wenn man woanders hinkommen ist zu anderen Leuten, man war überall sofort familiar. Man hat sich überall ausgehend. Schau, die haben zwei Olafs da stehen. Und den Sven haben sie weiter hinten, dafür haben sie die Ingrid weiterfahren. Sollte man vielleicht auch überlegen. Ich habe dann fatale Erlebnisse auch gehabt damals. Ich war da einmal unterwegs, den ganzen Tag, mehrere Besprechungen gehabt, verschiedene Termine, den ganzen Tag in der Stadt unterwegs. Und da müssen wir im Zug des Tages, müssen wir irgendwo ins Nusskipferl einen Alkohol reingespritzt haben oder dass in die Hühnersuppe was reingeleert haben. Jedenfalls war ich blunzenfett. Kein Tropfen getrunken. Und dann mache ich irgendwann auf, da liege ich so. Und mach das Auge auf und denk mir, naja, den Stoff kenne ich. Das ist unsere IKEA-Garnitur. Gott sei Dank, ich bin daheim. Steh auf, schau beim Fenster aus, ich war nicht daheim. Hab mir einen Haberer mitgenommen und der Samariter da aufgebahrt in sein Wohnzimmer auf der IKEA-Couch. Aber ich glaub, ich bin daheim, weil die war eins zu eins wie unsere IKEA-Garnitur. Auch der Lurch in die eingezogenen Knie war original, der Abwerk original IKEA-Lurch. Heute sind wir das ja gewöhnt, heute ist das überall genormt, weltweit, von Alaska bis Mauritius. Man weiß, das ist ein Kastl, das ist ein Deal, das ist ein Regal, also ist überall quasi genormt und gleich. Da kann man, die Sprache braucht man nicht kennen, ist international globalisiert, man kennt sie überall aus. Das Einzige, was mich stört so bei internationalen Reisen, Fernreisen, wie die oft in Ausland, wie die Betten machen teilweise. Also dieses Straffe da, dieses eine Gestrickte da, das ist die, wo man schläft wie in einem Kuvert drinnen. Nicht? Und man traut sich auch nicht umdrehen, weil man Angst hat, der Haxen bleibt liegen und da luxiere man die Hüfte. Aussetzen traut man sich auch nicht, weil man Angst hat vom Zimmermadel. Aber ich habe einmal eine ordentliche Maut hingelegt und hab's aussetzen, man soll es nicht machen. Es ist ein 180 Quadratmeter Tacken. Das ist wie ein Faschen, das ist 20 Mal umgewickelt. Man soll es lieber so lassen, wie es ist. Aber sonst ist das schon toll, das ist, wie das weltweit so schnell geht, mit der Mode beispielsweise auch. Wenn wir ein bisschen zurückdenken, vor ein paar Jahren hat irgendwo auf der Welt ein Bauer von seinem großen Bruder an die Hosen angezogen, ohne Gürtel, und die sind dann da unten hängen geblieben. Gleichzeitig hat er Mittelohrentzündung gehabt und das Mützel hat drin. Kurze Zeit später haben sie alle gehabt. Ne, das geht heute schnell, das ist durch die hohe Produktionsgeschwindigkeit, durch die hohe Informationsgeschwindigkeit, und durch die hohe Transportgeschwindigkeit. Geht das? Wenn sie in Brooklyn einer das Kabel verkehrt aufsetzt, dann haben wir es drei Tage später da. Wieder am Flieger noch fertig genäht. Das war früher. Früher war das alles viel langsamer. Wenn ich denke mit der Mode. Also 10. Bezirk und Mode kann man gar nicht sagen. War Arbeiterbezirk, waren arme Leute. Aber dennoch hatte jeder Familienvater seinen Anzug, seinen Maßanzug wohlgemerkt, vom bämischen Schneider. Der ist jahrzehntelang abbezahlt worden, der Anzug. War ein dankbarer Stoff, den hat man getragen, 15 Jahre. Und dann, wenn er außen ein bisschen angeschunden war und gespiegelt hat, ist man wieder zum Schneider und hat den wenden lassen. Dass die gute Seite von innen rausgekommen ist und das angeschundene eine. Da haben wir das wieder 15 Jahre getragen. In der Zeit hat sich das angeschundene innen erholt und ist ein bisschen nachgewachsen auch. Und da haben wir wieder rauswenden lassen.
Und dann ist man eh gestorben. Das ist man mit der zweimal gewählten Tacken in der Schachtel ging. Da war alles langsamer früher, das denke ich schon. Also früher, was man da zu Fuß gegangen ist. Nicht? Und ich mache das heute noch, wenn ich in fremde Städte komme, dann gehe ich einmal zu Fuß, um die Stadt kennenzulernen. Weil wenn man geht, da hört man was, da riecht man was, da sieht man was, da erlebt man was. Wenn man sich etwas ergeht, kann man etwas erfahren. Wohingegen, wenn man fährt, kann man relativ wenig erfahren. Nicht? Außer eine Düdel-Düdel-Verkehrsmeldung aus dem Autoradio. Aber sonst sitzt jeder in sein Niemandsland-Auto, jeder in seiner eigenen Welt, auf dem Niemandsland der Autobahn. Autobahn zum Beispiel kann man sich ja auch nicht ergehen. Ja, einmal. Man kann es aber dann niemandem erzählen. Und das ist interessant auf Autobahnen, hat mich immer wieder fasziniert, dieses Niemandsland, dieses Autobahnmittelstreifens. Nicht? Dieser Grünstreifen, so wie ein paradox Grünstreifen, in der Mitte mit zwei Leitschienen flankiert, ist nicht also wie Brat, aber oft hunderte Kilometer lang. Und da haben wir schon überlegt, dass da eigene Mittelstreifenwesen sich entwickeln, nicht? Die mehr so längsorientiert sind. Nicht? Die wissen, unser Welt ist nicht sehr breit, aber unheimlich lang. Weil die anderen, die Querdenker, die sind ja, die haben nicht weiter Sicht. Nicht? Die sind einmal quer umgerannt über die Autobahn und waren schon einpegelt in Flüsterasphalt. Also, weiter Sicht haben nur diese längsorientierten Viecher. Angeblich gibt es ja Mittelstreifenschlangen, die bis zu 300 Meter lang sind. Ja, weil das Viech spürt, da habe ich Platz. Blatt darf ich nicht werden. Und dann wandert die Schlangen hunderte Kilometer und irgendwann ist der Mittelstreifen auch aus. Dann trat die um und geht wieder zurück. Schlange, das einzige Tier, das an sich selber vorübergehen kann, schaut sie an von der Seite, aha, so schaut von der Seite aus. Das ist das einzige Viech, das gleichzeitig in zwei Richtungen gehen kann. Die geht hinten nur so und vorne schon lang so. Und das einzige Viech, das sich selber nachschauen kann, die Schlange. Aha, so schaue ich von hinten aus. Bin doch eine Klapperschlange und kein Blindschleichen, wie der Papa immer gesagt hat. Und interessant ist ja an Autobahnen auch und an Autos überhaupt, dass die so ein Versprechen auch haben, so wie der Ordner, der noch nicht ordnet. Und die Autobahn und die Autos haben das Versprechen Geschwindigkeit in sich. Können sie aber auch oft nicht einhalten im Stau. Nicht? Im Stau ist es vorbei mit der Geschwindigkeit. Sag mal, ein Ferrari verspricht Geschwindigkeit. Nicht? Aber im Stau ist er auch nicht schneller als so ein Mopedauto, wenn es neben ihm steht. Nicht? Der steht auch nicht schneller, der Ferrari. Ein bisschen teurer vielleicht, aber nicht schneller. Und jetzt gibt es ja Menschen, die verurteilt sind, jeden Tag so Autobahnen zu benutzen. In Wien zum Beispiel. Nicht sehr viele Menschen wohnen im Nordosten von Wien, sehr viele Wohnungen. Im Süden von Wien sehr viele Arbeitsplätze. Dazwischen keine öffentliche Verbindung, sondern das meistbefahrene Straßenstück Europas, die Südosttangente. Und die müssen da jeden Tag auf. Tut mir eh so leid. Aber mache die Kinder an, der muss da jeden Tag fahren. Der sagt, das bin ich gewöhnt. Da gewöhnt man sich, sagt er. Vor allem in den letzten Jahren hat er gesagt, das ist doch ein bisschen Abwechslung durch die Hochhäuser, was bauen. Da kannst du ein bisschen zuschauen. Er hat gesagt, einmal habe ich zugeschaut im Stau, da haben sie zwei Stockwerke fertig gemacht. Da haben schon die Fenster putzt, da haben sie Licht aufgetragen. Also, ein bisschen Abwechslung ist doch da. Und dann gibt es wieder die anderen, die sich aufregen, was fahren die Trotteln da da? Und sag ich, ja, die Trotteln, die fahren ja nicht freiwillig, die müssen fahren, weil sie sonst keinen Haken haben. So schaut's aus. Mir geht's gut, nein, ich kann mich nicht beklagen. Was ich weiß, kommt es noch viel schlechter heim. Ich weiß nicht, was ich tät, wenn's ganz anders war. Ich weiß eh, dass ich nix ändern kann. Wenn ich darf, möchte ich dich nur eines fragen. Glauben Sie auch, dass das alles stimmt, was sagen? Mit dem Geld und wenn wir jetzt Eisen sparen, unsere Kinder alle Porsche fahren. Hätten Sie in der Millionenshow gestern gewusst, das mit Alfa Romeo. Ich hätt's gewusst, doch leider war ich nicht dort, weil sonst war ich sicher heut schon fort. Thank you.
entschuldigen, dass ich sie angeredet hab. Ich muss weg, weil ich hab einen Teilzeitjob bei der Post. Ich schläg die Briefmarken an und dann putz ich noch das U-Bahn-Klo. Jesus, nein, ich muss ja noch Lotto spielen. Ich weiß eh, dass ich heute auch nicht gewinn. Ist ja wurscht, es ist zumindest eine Chance, weil den Jackpot lass ich niemals aus. Mir geht's gut, nein, ich kann mich nicht beklagen. Was ich weiß, kommt es noch viel schlechter heim. Ja, wie ich ja vorhin so richtig gesungen habe, es geht uns ja gut. Es geht uns doch gut. Sind wir sich doch ehrlich. Es geht uns doch gut. Also die von uns finanzierten Aussendungen, Werbeaussendungen der Regierung teilen uns das auch mit. Also wir zahlen es praktisch das selber, wo sie uns am Schmäh halten tun. Okay, und es geht uns gut. Wir haben alles. Wir haben praktisch, wir haben die Supermärkte, wir haben diese Einkaufszentren, die uns Leute hinbauen. Wir haben die Autobahnen, auf denen wir dorthin stauen können zu den Einkaufszentren. Also wir haben alles. Es geht uns wirklich gut. Und wir müssen froh sein, dass es diese Menschen gibt, die Niemandsländer bei jemanden tun, indem sie da was hineinbauen. Niemandsland, ursprünglich der Ausdruck, stammte aus der Kriegssprache. Niemandsland, das war früher, also das ist der Streifen zwischen zwei Fronten. Da haben sie sich gesagt, okay, gehen wir ein bisschen weiter auseinander, dass wir uns nicht direkt von Angesicht zu Angesicht in den Schädel wegerschießen. Gehen wir da, machen wir so ein Strafel dazwischen, das Niemandsland. Später war Niemandsland dann der Streifen zwischen zwei Grenzen, beziehungsweise zwischen zwei Grenzen natürlich nicht, das ist eine Grenze, das ist ja ein Strich, aber da hat man so eine Pufferzone geschaffen. Als Kind war das interessant für mich. Wir haben da so ein Kindheitserlebnis, sind wir gefahren in die Tschechoslowakei damals mit den Eltern, und als Kind stellt man sich eine Grenze wirklich vor, so einen Strich. Nicht? Da ist ein Strich, da bin ich jetzt erst noch in Österreich und dann bis mit dem Fußspitzel bin ich noch in Österreich und dann zack, da bin ich in der Tschechoslowakei. So war es aber nicht. Sind wir rausgefahren beim Schranken und dann war dieses Niemandsland. Da hat man die Erwachsenen schon vorher reden gehört, das Niemandsland, und da ist dann das Niemandsland und dann wirklich, das war so schier dann, so. Da war das Gras nicht grün und die Bäume waren so komisch, so krabbert irgendwie. Und da haben wir ein bisschen Angst gehabt, auch, vielleicht gelten da keine Gesetze. Wenn da jetzt einer kommt und schneidet mir die Uhr noch und haut es weg, dann kann ich den nicht einmal anzeigen. Da waren wir dann direkt froh, wie wir auf der anderen Seite wieder drinnen waren. Und diese Niemandsländer an den Grenzen, die sind ja sehr schön belebt worden. In Kleinhaugsdorf zum Beispiel. Ein Freund hat mich gezwungen, da mitzufahren. Das war von 99 auf 2000 beim falschen Millennium. Weil das echte war ja ein Jahr später, aber da waren die Raketen schon alle verschossen, darum hat man da nichts mehr gemacht. Und da bin ich da mitgefahren und das ist wirklich wunderschön. Dieses Excalibur City heißt es. Also schön, das ist so Euro Disney für Arme. Wunderschön. Ein Flugzeug steht dort und dann schaut es ein bisschen aus wie ein Märchenschloss und ein bisschen wie eine Ritterburg und ein bisschen wie eine Tankstelle. Also praktisch alles, was man so braucht, ist dort. Und wunderschön, da fahren die österreichischen Herrenmenschen fahren dort gern hin, um sich die tschechischen Untermenschen anzuschauen, die dort hakeln tun. Da lassen sie meistens die österreichischen Herrenmenschen die Zechennägel machen, die Fingernägel, ein bisschen eine Dauerwelle, andere Dienstleistungen auch, was man hört. Und dann ganz billig riesige Schnitzel essen, die in Folie dann eingepackt werden. Und da lassen sie es sich gut gehen. Wobei der österreichische Herrenmensch dort gern uniformiert auftritt. Und die Uniform ist meistens so ein Jogginganzug. Lila, grün, weiße Socken, Schlüpfer, Baseballkappe, zwei Plastiksackeln. Und da schleift der Österreicher. Das ist der George Junger, der ist hier.
Da ist mir einer aufgefallen, ich war da mit meinen Kollegen beim, wollte Zigarren kaufen, da gibt es einen wunderbaren Zigarrenladen. Und der Verkäufer in dem Zigarrenladen ist ein Prager Universitätsprofessor, ich glaube Quantenphysiker, spricht 15 Sprachen perfekt. Und der österreichische Herrenmensch ist zugeschliffen und hat gesagt, hey, wo Krimsekt, rot? Und der hat gesagt, ja, wenn Sie den Krimsekt suchen, dann müssen Sie bis zum Flugzeug gehen, dann rechts abbiegen und nach 30 Metern links kommt der Laden mit dem Krimsekt. Aha, hat er gesagt. Und zu seiner Frau, bei Flugzeug, hat er gesagt. Der depperte Bäm, der nicht Deutsch kann. Jetzt habe ich diesen Menschen ein bisschen weiter beschattet. Ich möchte auch gern was lernen, auch für die Bühne. Und der ist aber ein riesen Parkplatz mit einem Zebrastreifen. Er ist genau an den Zebrastreifen gegangen. Und dann ist ihm trotzdem ein Auto fast über die Zechen drüber gefahren. Hat er dir nachgeschrieben, hey, das ist ein Zebrastreifen. Da hat er die Nummer gesehen. Du bämische Drecksau. Weil es hätte ja ein hoher Nase erkennen oder ein hohler Brunner. Und man sich schon zuerst vergewissert, dass es ein bämische Drecksau ist. Aber es ist. Das ist schon. Von dort sind auch sehr viele Stimmen für das Volksbegehren gekommen. Okay. Das ist schon sehr schön dort oben. Und solche Leute wie diesen Herrn Excalibur, das ist ja, in den Supermärkten sind überall so Ritter- und Sagenfiguren. Da habe ich mich manchmal so geschreckt, da bin ich vorbeigegangen bei so einem alten Mantel mit einer Zipfel an und wie vorbeigesagt, gib mir mein Schwert. Und man sagt, ich hab's nicht momentan. Aber automatisch, da ist was einfach. Na, aber sehr schön. Dieser Herr Excalibur, was der dort geschaffen hat, solche Leute brauchen wir, Entrepreneure. Und dann gibt es ja wiederum, da habe ich so ein Wort im Ohr, von der Vizekanzlerin aus dem Vorjahr, solche Leute brauchen wir nicht, hat sie da gerufen. Und man denkt, was meint die jetzt da? Welche Leute brauchen wir nicht? Und hab das dann recherchiert und bin draufgekommen, sie meint so Arbeitnehmervertreter und Leute aus dem Sozialbereich, also so Bremser, die nur Schwierigkeiten machen. Solche Leute brauchen wir ja wirklich nicht. Und man denkt, man müsste sogar noch weitergehen und so sagen, was braucht man überhaupt? Arbeitnehmer, ne? Die sind ein Riesenproblem, Arbeitnehmer. Nehmen sie dauernd eine Arbeit? Dann wollen sie es nicht und nicht hergeben, ne? Und dann werden sie wieder krank und kosten einen Haufen Geld. Also solche Leute brauchen wir wirklich nicht so stark. Und schauen Sie, man kann es ja einfach erklären, wenn so einer stirbt, den wir nicht so stark brauchen, dann ist es zwar traurig, aber wurscht. Wenn hingegen die Wirtschaft zugrunde geht, sind wir alle hin. Also wie man es dann einsparen tut oder wenn was wegnimmt, nicht denen, die wir brauchen, sondern denen, die wir nicht so stark brauchen. Weil die sind eh so viel. Die kann man nicht viel wegnehmen, aber es läppert sich zusammen. Und die Leute müssen selber auch ein bisschen schauen, dass sie sich was schaffen. Vielleicht Kapitalbildung in Arbeitnehmerhand, wenn es gerade gut geht, dass sich der Hackler Aktien kauft, dann ist er gleich, der steht auf zwei Füßen, am Hacklerhaxen und am Aktionärshaxen, da steht er sicherer, kommt ein bisschen in Konflikt mit sich selber, ich oder ich, wenn er sich zu teuer wird als Arbeitnehmer, gut, muss er sich halt schweren Herzens rauswerfen, bevor sein Shareholder-Value leidet. Gell, da muss er schon dazuschauen. Da steht er immer noch am Aktionärshaxen. Blöd ist halt, wenn die Aktie auch anstürzt. Nicht, wenn sie so ein Postler, wie sie ihm ausgekaut haben, mit der Abfertigung vielleicht noch Telekom-Aktien gekauft hat, wieder nicht so eine Riesenfreude gehabt eine Zeit lang. Rennboote wieder sie keine gekauft haben. Aber es ist, auf der anderen Seite muss man wirklich den Leuten auch sagen, das ist ja nicht wichtig. Wichtig ist die Freiheit. Die Freiheit der Wirtschaft, die Freiheit des Marktes, die Freiheit des Arbeitsmarktes. Das ist wichtig. Das Wichtigste ist es. Und bitte, wenn einer nichts mehr hat, hat er immer noch die Freiheit. Hat immer noch die Freiheit, den Freitod zu wählen. Das steht ihm ja frei. Umsonst ist der Tod, wie das Sprichwort sagt. Der kostet zwar das Leben, muss aber nicht einen Haufen Geld kosten. Man muss ja nicht mit einem Goldschnirl aufhängen oder mit einem teuren Beretta da schießen. Man kann einen Baukübel nehmen, ein Wasser reinfüllen, den Schädel einhalten, ist man auch hin. Relativ kostengünstig. Darum sage ich, die ganze Sozialjammerei, das ist ein Blödsinn, du musst einmal Schluss sein damit. Ich sage den Leuten immer, wenn sie herumjammern tun, schau, es ist ganz einfach. Hätt's nicht gegeben, wär's nicht gestorben. So einfach ist die Geschichte. Alle Reichen kehren ins Armenhaus. Alle Gescheiden marsch ins Irrenhaus, die Pumperl gesunden in das Siechenhaus und die braven Spermer ins graue Haus. Was ist denn das für ein Blödsinn, was ich da singe? Also Herr Generalmusikdirektor, Sie müssen mir da zuhören und wenn Sie, nein, nicht weiterspielen. Sie spielen weiter wie ein Wurlitzer, wie ein Ort, da kann ich mir ein Bandl anstellen. Sie müssen ja da eingehen, auf die, wenn Sie hören, was ich da für ein Blödsinn singe, dann müssen Sie mir einen Warnton geben, Tädel, oder irgendwas, dass ich...
Was ist denn das für ein Blödsinn? Wer hat denn das geschrieben? Also ich, in geistiger Umnachtung. Na, da haben wir gesagt, das ist wieder gestrichen, das haben wir da wieder nicht gestrichen. Also das geht nicht, so kann es ja nicht gehen, das ist ein völliger Blödsinn. Anders gehört, so gehört's. Alle Armen gehen ins Armenhaus, alle Depperten marsch ins Irrenhaus und die Maroden noch klar ins Siechenhaus. Die Kriminellen, die bleiben im grauen Haus. Wer halt nicht fit ist und nicht liquid, der hat keinen Platz im Nulldefizit. Wer kein Mitleid hat, kriegt Sozialressort. Wer kein Gewissen hat, wird Moralist. Wer kein Hirn hat, der wird Philosoph. Und wer kein Schmäh hat, der macht einen Witz. Wer hat kein Geld hat, der soll nicht krank werden. Wer hat kein Hocken hat, der soll halt Schnee kehren. Wer hat studieren will, muss geschöpfte Eltern haben. Und wer nicht dran kommt, der wird im Wort. Raum. Wer hat nicht fit ist und nicht liquid, der hat keinen Platz im Nulldefizit. Wer hat nicht fit ist und nicht liquid, der hat keinen Platz im Nulldefizit. So, jetzt hätten wir die einmal unterbracht, die Armen, die Depperten, die Maroden, die Kriminellen. Naja, aber wer bleibt uns dann fürs Regierungskabinett und fürs Hohe Haus, Herr Generalmusikdirektor? Sie wissen es nicht. Na, wer bleibt uns dann? Haben wir da alle unterbracht? Wer bleibt uns? Der weiß es nicht, ich weiß es. Nur die Reichen und gesunden Edelleid, denen macht's regieren doch eher freit. Pharmazeuten und Papierbarone, Erbhoftöchter niedern droht zur Krone. Oder ein Schmiss ist auch ein Advokat drin, genauso wie ein Waffenschieber Gartin. Ein Autotandlerbuhr, der bei seinem Chef gut spurt. Und ein Schmalspur-Ingenieur, der Namen entern tut. Wer halt top fit ist und ein Liquid, der macht Profit im Nulldefizit. Wer halt top fit ist und ein Liquid, der macht Profit im Nulldefizit. Ja, oui. Wenn man aber jetzt heute lebt, wenn man nicht den kostenlosen Freitod wählt, sondern lebt, dann kostet es natürlich was. Aber wie unser klitzekleiner Kanzler schon so richtig gesagt hat, der wird immer ähnlicher da seinem Vorbild aus der Zwischenkriegszeit. Der Millimeter nicht wurde der genannt. Aber der Kanzler hat so richtig gesagt, Gesundheit ist das höchste Gut und das muss auch ein bisschen ein Geld wert sein. Darum habe ich diese Aufregung um die Ambulanzgebühr überhaupt nicht verstanden. Es musste was geschehen. Es wurde ja dermaßen Schindluder getrieben. War ja unglaublich. Allein dieser Ambulanztourismus, was war. Die Leute sind ja von Scheibs nach Feldkirch gefahren mit einem eingewachsenen Zeichennagel. Nur, dass du im Ambulanzwartezimmer herumsitzen können und Eselsohren in die Teilen illustriert machen können und den Raum einbiegen können. Nur, dass du, die haben das als zweites Wohnzimmer schon betrachtet, diese Wartezimmer in den Ambulanzen. Das ging so nicht mehr weiter. Und bitte, die ganze Aufregung war umsonst. Man hat ja sofort eingeführt, Akutfälle werden ja behandelt. Die müssen nicht zahlen, wenn einer mit dem Schädel unter den Arm reinkommt, dann wird ihm der angenaht. Da muss er nicht mit der freien Hand die Marie rausfingern. Er wird ihm angenäht, da muss er nicht zahlen. Erst bei der Nachbehandlung. Beim Nähtezupfen oder wenn sie ihm den Schädel verkehrt angenäht haben, wenn er reklamieren kommt, da sagen sie ihm eh noch früher, sind sie froh, fallen sie nicht nieder beim Retourjoggen. Aber wenn er drauf besteht, muss er halt backen. Und dann bitte, man musste ja auch, wirklich, das Schindluder wurde auch getrieben, Alter, man musste ja das Patientengut vom Simulantengut trennen, was da Simulanten unterwegs waren. Jetzt durch diese, früher aus der Kummer, Knieschmerzen, heute schaut man sich den an, vorher, weil man schaut, ob es ein Akutfall ist, da kommt man drauf, Knieschmerzen, na ja, sie haben eine Wanderniere. Und wenn es gerade beim Knie ist, dann knien sie ihn halt nicht justament drauf, bitte. Ja, aber ich bin Ministrant, ja, dann machen sie die Kniebeuge mit dem Linken, der Herrgott wird schon einsehen haben. Nicht? Wir sind justament aufs Nirndl draufknien, das ist ja witzfreies ist das. Oder die anderen Simulanten mit den alten Schmäh, mit den angeschnittenen Fingern, bin ich die Grassauge reingekommen. Man muss sich das anschauen, da sieht man unterschiedliche Längen, auch sind sie einzeln reingefahren. Chance, dass weiterkommen. Und dann gibt's ja noch
Bevölkerung, diese Anzahl von Operationssüchtigen, die muss man ja auch in den Griff kriegen. Wobei, da muss man die schon auseinanderdividieren. Die mit Geld, die werden schon weiter überwiesen an Privatkliniken, Privatärzte. Weil das sind oft mit Geld Operationssüchtige, die werden das oft durch kosmetische, die fangen mit kosmetischen Operationen an, mit Kleinigkeiten. Da ein Wimmel, Tränen, Sackerl, zack, zack, dann wird geht schon weiter. Da was anschneiden, dort was anhauen und, werden immer schöner die Leute und sind dann oft wieder unglücklich. Kommen sie wieder zum Arzt und sagen, Herr Doktor, ich bin so unglücklich. Und der sagt, wieso, sie sind doch eh so schön. Ja, das ist das Problem, ich bin so schön, die Leute glauben, ich bin ein Plakat und schreiben auf mir. Machen sie mich wieder schier, geben sie mir die hohe Schulter und den Schleierhaxen wieder zurück, dass ich wieder normal unterwegs sein kann. Und bitte, was diese Einsparungen betrifft auf dem Gesundheits- oder Krankheitssektor, je nachdem von welcher Seite man es betrachtet, da hätte ich ja noch mehr Ideen. Da ist ein riesen Einsparpotenzial. Ich würde einmal sagen, wieder mehr propagieren die Selbstheilung. Früher ist es ja auch gegangen, bitte. Da war doch kein Doktor oder sonst was. Früher, die Leute haben sich selber gehört. Schulterschmerzen, ein Huflattichbladl aufgelegt. Ein Peitscherl mit Brennnesselbuschen hat doch Wunder gewirkt. Bei Angina, Gurgeln mit frischem, körperwarmen Schweineurin. War eine wunderbare Sache. Bei Ischias oder was, bei Rheuma, Katzenfell umlegen oder lebende Katzen bei Herzkrankheiten. Die muss man halt die Katze erst in den Schlauch reinkriegen, damit man sie umbinden kann. Aber die Katze öffnet das Herzchakra, da die Katze in den Herzkasperl selber ist, man pumpelt gesund und kann die Katze schon mitgehen. Ne? Oder bei Fußschmerzen ein in frischen Kurfladen. Ah, so durchgequollen ist. Hat ja wunderbar funktioniert. Oder die kirgisische Heilmethode bei beidseitigem Gichtanfall. Nicht zwei Kanickeln aufschlitzen, bei lebendigem Leib einschlürfen und eine Runde gehen. Und der Schmerz war wie weggeblasen. Könnte man doch heute auch wieder machen. Jetzt fragen die Leute natürlich, wie kommen die Menschen zu den Heilbehelfen? Na gut, würde ich sagen, dann müssen wir den Bauernstrich ein bisschen mehr aktivieren, dass die am Straßenbankett nicht nur Zwiebeln und Kipfler verkaufen, sondern auch Schweineurin, Katzenfelle, Kaninchen, Kurfladen im Tappergeschirr. Tun Sie es ein bisschen in die Mikrowellen, dann können wir Scheine steigen. Zusammengehauen, Doppler am Stein angeschliffen als Kontaktlinsen. Muss man halt schauen, dass man zwei grüne oder zwei weiße hat. Ein gestraftes Büdel oder so. Das wäre doch alles drinnen, würde sehr viel Geld ersparen. Natürlich müssen wir begleitende Kampagnen auch starten, vielleicht so eine Image-Kampagne. Sei gesund, krank sein ist uncool. Da denn die meisten sagen, ach so, das ist uncool. Na, da hol ich mal einen angeschnittenen Haxen dabei zu. Irgendwie, wie das ich schon, bevor ich uncool bin, mache ich mir das selber. Und es ist ja schon so, die Wellness boomt ja derzeit schon. Die Wellness boomt, ist ja wunderschön. Beim Radlfahren sehe ich immer mehr Menschen, die so strunzeln tun. So in hochroten Schädel die Kipfler so heraus, solche Karben, knapp vor den Anschnalzen. Das ist so. Die sind, aber. Hat dieser wunderschöne Arzt erfunden. Ich meine, ich bin nie gern gerannt. Wie ich noch gekickt habe, müssen der Trainer mit der Durchzogen am Pumpgun hinten stehen. Aber wenn ich gelaufen bin, bin ich gerannt. Aber das ist ja kein Laufen, das ist ein langsames Stehen. Da man von dem gesund werden, kann man nicht frühstellen. Wobei mir der Arzt fasziniert, mich, der Laufpapst. Vor allem diese, die Futterschauber, was er hat. Also die, so ein brillant weißes Klavier. Unglaublich. Wenn der in die 60er Jahre war, wenn der in der Disco gegangen war, wo diese UV-Lichter waren, waren die Leute geblendet zu Boden gestürzt. In meiner kranken Fantasie stelle ich mir immer vor, ein Lächelduell zwischen dem und unserer Außenministerin. Die hat sich ja das einoperieren lassen, das Lächeln. Nicht? Weil da sind so viele Gesichtsmuskeln da, hat sie aber immer einen Gesichtsmuskel gehabt. Jetzt hat sie dieses Fix einbauen lassen, dass sie auf dem Weg durch die Fettnäpfchen der Welt, dass sie sich nicht anstrengen muss. Jetzt hat sie das Fix drin, das Lächeln. Auf ein Begräbnis kann es halt nicht gehen. Na gut, aber. Oder sie muss sich einen Baderzettel vorhalten. Aber geh dir mal vorstellen, ein Lächelduell zwischen den beiden, wenn man so aufstellt und dann Paravan dazwischen. 3, 2, 1, Sacker! Und dann legen wir so einen Lichtbogen in der Mitte, wo das zusammenprallt. Ja, aber wie gesagt, die Wellness boomt und es hat ja eine tolle Kampagne schon gegeben. Eine Wellness-Kampagne von ORF, Radio Wien, glaube ich, und einer großen Versicherung. Angeblich ist diese Leichter-Leben-Kampagne, angeblich ist die Idee dazu entstanden, da ist der Generalintendant, der frühere,
mit dem Generaldirektor von der Versicherung gemeinsam in einer Stretched Mercedes Limousine gefahren und die waren eingepresst wie ein Torschleber. Und der eine hat zum anderen gesagt, pfah, wir sind blatt. Und der hat gesagt, ja, was machen wir? Und der hat gesagt, lass mal die Leute annehmen. Und das hat auch funktioniert, das war toll. Und das Schöne an der Kampagne war, jeder Kilo, den wir österreichischen Menschen abgenommen haben, den haben die armen, hungrigen Negerlein bekommen. Wie sie das gemacht haben, weiß ich nicht, haben sie das angesagte Fett auslassen und als Krameschmalz nach Äquatorialafrika, wo sie dort auf die Hand aufgeschmiert, weil Brot haben sie keins. Oder vielleicht Alkohol, Nikotin mitschicken, nicht? Dann können die fressen, saufen und rauchen, sterben sie nicht mehr an AIDS, sondern vorher schon an Leberzirrhose. Und wir sind Leihwand, weil wir haben ihnen das Ganze geschenkt, wir sind die Guten. Und im Zuge dieser Kampagne, wenn man so eine große Wellness-Kampagne macht, da könnten die Schulen auch profitieren. In den Pflichtschulen, im Handarbeitsunterricht, könnten die Schroppen ja Laufschuhe an und Jogginganzüge, wie so Nike und andere große Sportartikelfirmen schon weltweit machen. Warum sollen wir uns da uns immer ausnehmen? Da könnten wir, dass die Schroppen für die Schuhe ein bisschen Geld verdienen. Dass neue Rohrstaberln kaufen können oder was auch immer. Oder so Scheideln zum Knien, ich weiß es nicht. Aber dass die Schroppen überhaupt auf dem Sektor Bildung und Schule auch ein riesen Einsparpotenzial. Wenn man sich das anschaut, die Pflichtschule, was die Geschroppen da unnötiges Klumpert lernen. Wenn ich mir das anschaue, die sagen, ich würde verkürzen einmal aufs Notwendigste. Pflichtschule verkürzen auf 2 Jahre, würde ich sagen, 2 Jahre sind genug. Du hast gerade ein bisschen lesen und schreiben lernen, du hast gerade die Überschrift in der Krone lesen können und ein paar Wahlplakate. Beim Schreiben das X forcieren, das beim Wählen mit dem Kreuzl ins Ringerleine treffen, aber viel mehr braucht man nicht. Was braucht heute ein Supermarktkassier oder Kassierin lesen können? Schieben muss er können. Das lässt sich ja alles selber heutzutage. Wieder die wichtigen Leute, die ihre Geschroppen weiterhin auf Privatschulen schicken, weil es muss schon ein paar Gescheide auch geben, die für die Depperten die Quizshows erfinden. Wobei, die Fragen müssten wir ein bisschen leichter gestalten. Ich sehe ja sowas selten, weil ich am Abend immer arbeite, aber vorher im Frühjahr beim Programm erstellen, habe ich mir das einmal angeschaut, so eine Millionen-Quiz oder Show, Millionen-Quiz-Show oder irgend sowas. Das war interessant, der Kandidat hat seine Frage ans Publikum delegiert und die Frage war, besteht der Mensch zu 100% aus Wasser? Und 23% haben gesagt, ja. Ja, die werden nachdenken, haben schwitzen, weinen, lulu, Speiben, Durchfall, na ja, ob das nicht 120% sind. Ja, und diese Pflichtschule-Leute wäre überhaupt ganz toll, da könnte man der Lehrerschaft auch nicht betonieren. Die ist eh nicht so beliebt bei der Regierung, bei anderen auch nicht beliebt. Die Lehrer sind immer so querulant. Und wo man weiß, dass sie sich einiges gefallen lassen. Bei 1,5 Jahren her, da hat die eigene Personalvertretung gefragt, soll man die Marie direkt wegnehmen oder gibt es das so her? Ja oder ja? Und die meisten haben gesagt, ja. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass man der Lehrerschaft auch nicht braucht, indem man zum Beispiel, was braucht man eine Lehrkraft für 32 Schüler? In Zukunft bei der Pflichtschule Leit würde ich sagen, eine Lehrkraft auf 32.000 Schüler. Unterricht im Ernst-Happel-Stadion. Die Kloppen sektorweise einteilt. Lehrkraft im Mikrofon. Sektor F, wir machen das kleine 1x1. 1x1 ist 1. Danke, ihr könnt nach Hause gehen. Die anderen müssen noch ein bisschen was schreiben. Oder Dampfdran oder Liegestütze machen oder laufen. Das wäre eine tolle Geschichte. Eine Lehrkraft, ein paar Sicherheitskräfte vielleicht, dass man, weil in so einem Stadion entstehen gern dann so schiere Sprechchöre. Lehrer, du Arschloch! Da muss man ein paar Polizisten mit einem Reizgas oder mit einem Prügel oder was hinschicken, dass da eine Ruhe war. Aber das wäre doch schön, da könnte man dann so wirklich den neuen österreichischen Menschen hervorbringen aus dieser Pflichtschule Leid. Handliche Menschen, die umgänglich sind. Also glückliche Volltrotteln, die stolz drauf sind, würde ich sagen. Nach dem Vorbild des amerikanischen Präsidenten. Wobei so selten ist. Wobei so selten ist, dass einer so ausschaut, wie er ist. Nicht? Ist zum der Spülen war er das ja nicht. Aber ich muss der Regierung ein bestes Zeugnis ausstellen, also diese Einspargeschichten, diese Richtung Nulldefizit, haben es wunderbar geschafft. Ich habe schon so Slogans vorbereitet, weil 2003 war ja das Zieljahr, wenn man schon über so Slogans überlegt, 2003, schuldenfrei. Und man denkt, da werde ich ins benachbarte Ausland fahren, zu den Kandidaten, und werde mich da auf einen großen Platz hinstellen und dann schreien, Schuldenbeideln, Schuldenbeideln, Schuldenbeideln! Schuldenbeideln, wir sind schuldenfreies Trotteln, da hätten sie schön geschaut. Aber jetzt haben wir es schon vorher geschafft,
Und jetzt frage ich mich wiederum, jetzt haben wir so viel eingespart. Was machen wir mit den ganzen da Sparten? Was machen wir mit? Vielleicht, dass wir höhere Berg kaufen. Neue Berg, dass wir kaufen. Weil die alten sind schon so angeschunden. Aber jetzt kürzlich gehört, da war so ein Treffen mit dem Fremdenverkehr, war der Kanzler auch da, der hat auch gesagt, die Berge sind schon so angeschunden. Ich hab das selber ja nicht so gewusst. Ich muss ja gestehen, zu meiner Schande, bin ein untypischer Österreicher, bin selten in den Bergen, bin auch kein Wintersportler, kein Skifahrer. Untypischer Österreicher, Schädling an der österreichischen Wirtschaft geradezu. Aber voriges Jahr in der Programmerarbeitung war es auch wiederum, haben wir gedacht, ich muss mir das einmal anschauen von oben mit dem Berg. Bin dann vom Stockerau Flugplatz nach St. Johann in Tirol geflogen und haben es von oben angeschaut. Und da bin ich auf einiges draufgekommen. Erstens habe ich gesehen, das war Ende Februar, wie es da runterfahren, die Hänge, die Skifahrer, dann tun sie einmal so angeristeln, dann tun sie wieder so angeristeln. Und durch das schieben die den ganzen Schnee runter. Jetzt habe ich erst begriffen, was ich im Fernsehen immer gesehen habe, warum in der Nacht immer der Caterpillar fahren muss, den Schnee aufschieben wieder. Weil die den ganzen Tag alles runtergeschert haben. Und auch wenn es Upper ist im Sommer, da tun sie wieder Bergwandern, rutschen aus und schieben den ganzen Schoder runter. Oder wenn es Mountainbike hinterall durchtritt, wieder die Erosion um Jahrtausende beschleunigt. Wenn das so weitergeht, in 2-3 Millionen Jahren ist das alles flach. Da müssen wir schon heute was machen. Vielleicht, dass wir es aufdoppeln, die Berg, 200-300 Meter höher. Da ins Machfeld, vielleicht kommt man auch einen Berg reinstellen, die wollten immer schon einen haben. Weiß nicht, was wir sonst machen mit der eingesparten Marie. Oder wir fahren alle miteinander auf Urlaub. Ganz Österreich fährt auf Urlaub in die Dominikanische Republik. Und dort hauen wir uns vor der Schnitzelbahn in die Goschen. Ich weiß nicht, was wir so. Oder als letzte Variante haben wir überlegt, vielleicht, dass wir alle in den Irak fliegen und jeder bringt einen Plastiksackel mit und schenkt es dort her. Man muss ja kein Blut einfüllen, man kann ja einen Staubzucker reingeben oder was. Plastiksackel ist Plastiksackel. Ja, ich weiß nicht, was man macht. Wobei, ich muss ja sagen, die Regierung geht ja mit bestem Beispiel voran, was langfristige Einsparungen betrifft, durch dieses Zusammenlegen von Ministerien, die halt so zusammenpassen, nicht? Wie Landwirtschaft und Umwelt. Da kann man die Jackerl, die man in die Sau reingespritzt hat, vielleicht gleich nebenan im biologischen Forellenteich entsorgen, weil die Forellen frisst ja alles. Die frisst das Spritzel auch, ist gleich weggeknurpselt und da ist die Geschichte erledigt. Oder Ministerium für Wirtschaft und Arbeit, gab es zuletzt im Dritten Reich, aber das muss ja deswegen nichts Schlechtes sein. Dass das alles benannt ist. Wirtschaft und Arbeit. Der Wirtschaftsminister ist quasi ist Arbeitsminister in Personalunion, also Sozialpartnerschaft in Personalunion, könnte man sagen. Der wird ja mit sich selber nicht streitert werden. Nicht? Der wird als Wirtschaftsminister zu sich, als Arbeitsminister sagen, weißt du was, du, Martin, halt einmal die Pappen, bleib hinten stehen. Ich mach das schon vorne da. Also, oder die Ministerbesetzungen, die Aufregungen darüber habe ich überhaupt nicht verstanden. Damals bei der Regierungsbildung, dass ein Mann Frauenminister geworden ist. Na und, ist das ein Grund zur Aufregung? Das muss ja nicht schlecht sein, nur weil er ein Mann ist. Gehen wir doch ins Reich der Fabel. Eine Katze als Mäuseminister, ist das schlecht? Die Katze als Mäuseminister schaut doch, dass der Maus gut geht, dass sie sich gut ernährt, dass sie trainiert, dass sie sportlich ist, muskulös, dann schmeckt es auch besser, wenn man es frisst. Die maximale Einsparung wäre natürlich, wenn Regierung gleichzeitig auch Opposition war, dass sie das alles selber machen. Da braucht man keine Opposition, da brauchen sie die Haare nicht für ihre Kampen oder was, sondern das ist. Ja, sie die Regierung selber macht. Ansätze hat es eh schon gegeben mit dieser Invalidensteuer. Da hat die Regierung als Regierung gesagt, Invalidensteuer. Und da hat die Regierung als Opposition gesagt, ein Wahnsinn. Und da hat die Regierung als Regierung gesagt, Gusch. Also so einfach könnte das funktionieren und wäre sehr kostengünstig. Natürlich braucht man da Menschen dazu, die imstande sind, in verschiedene Rollen zu schlüpfen, gottähnlich, so Solipsisten praktisch, die das und das kennen, so wie früher in der Mythologie, nicht? Jupiter oder Zeus. Wenn der hat wohl in der Kuh schnackseln, hat er sich in einen Stier verwandelt. Und da braucht man natürlich solche Leute. Es gibt ja talentierte Menschen, dieses einfache Parteimitglied aus Kärnten, der kann das sein und das sein. Im Wiener Wahlkampf war er eine Frau und hat Patrick Pablé geheißen und niemand ist das aufgefallen. Also der kann das. Der ist da schon talentiert. Der könnte ja, glaube ich, jetzt wieder ein Scheich, jetzt hat er immer so Föckeln auf der Schulter sitzen bei den Interviews. Also der kennt ja zwei Fußballmannschaften, da stehen 22 Mann, drei Schiedsrichter, ja, allein. Der greift an, schießt aufs Goal, wehrt alles Goal mal ab, pfeift ein als Schiedsrichter, gibt sie die Gelbe, wenn er nicht 9 Meter weggeht beim Freistoß. Die Rote wird er sich nicht geben, dann müsste er sich schon selber ins Gesicht spucken, das bringt aber nicht einmal Erz an. Aber so faszinierend ist, der hat so viel von seinem Talent weitergegeben an seine Parteimitglieder, die jetzt in der Regierung sind. Ich glaube, alle sind noch nicht aus Kärnten, aber fast. Und dass der hat denen zum Beispiel beigebracht, diese perfekte Argumentationstechnik. Die Argumentationstechnik des Dauerredens. Auf nichts eigen, ununterbrochen nur reden. Ich nenne es die Didgeridoo-Technik.
Die Vizekanzlerin beherrscht so perfekt dieses Instrument von den Australian Aboriginals. Ich muss jetzt einatmen, aber versierte Didgeridoo-Spielerinnen und Spieler beherrschen ja die Technik der Zirkularatmung, die Technik der Kreisatmung. Also die blasen da in den Ost eine und tun gleichzeitig durch andere Körperöffnungen einatmen. Es kann natürlich durch diese Zirkularatmung zu einer gewissen Sauerstoffunterversorgung des Zentralnervensystems kommen, wodurch es auch zu trance-ähnlichen Zuständen kommen kann. Aber das kennen wir auch aus der Antike. Bitte, im Orakel von Delphi. Die Priesterinnen sind gesessen, nur die waren rot, da ist der giftige Schwefeldampf auf, waren Krähen im Gesicht, haben gespielt dauernd, haben unnötig irgendwas geschrien. Und die Priester, wie damals die Pressesprecher geheißen haben, sind dann rausgegangen und haben gesagt, die Ernte wird gut. Also, aber zu dieser Argumentationstechnik des Dauerredens ist ja mir dann was anderes eingefallen. Ich möchte mir wieder alten Studien zuwenden. Ich habe seinerzeit im 65er Jahr im Nebenfach Anthropologie und Humangenetik auch studiert, aber das war uninteressant, waren lauter Ex-Nazi, die da unterrichten. Da hat es zwischen 14. und 15. Bezirk 17 Rassen gegeben. Von jeder, da haben wir Schellung gemessen, da war in jeder Gasse eine andere Rasse. Und aber das ist dann aufgegeben. Aber ich möchte mich jetzt wieder der Anthropologie, der Paläoanthropologie zuwenden. Das ist für mich interessant, ich möchte wissen, wo wir herkommen. Wir, Homo sapiens sapiens, der moderne Homo sapiens. Es gab ja lange Zeit, jahrtausende lang, parallel zu unseren Vorfahren auch den Homo sapiens neanderthalensis, den Neandertaler. Der ist dann irgendwann ausgestorben, man weiß nicht warum. Ich bin dabei, es zu erforschen. Wir haben schon einige Schritte haben wir schon geschafft. Der Neandertaler ist immer als Trottel dargestellt worden. Ich weiß noch in der Schule, wie mir das gestört hat, ne? Der Neandertaler, der Trottel, der, wie sie ihm zeichnet haben, oberhalb der Augenbrauenwüste hat er aufgehört zum Existieren, so ein Flachschädel, so ein Pappen, grob noch, früher mit einer N-Nummer, wenn man Auto gefahren ist. Neandertaler, Trottel, kannst du Auto fahren, ne? Heute weiß man, der war nicht so deppert, der Neandertaler. Der war grobknochiger als unsere Vorfahren, hat ein mächtiges Skelett gehabt, aber viel mehr Muskulatur, man erkennt es an den Muskelansätzen, an den Knochen. Also der war viermal stärker als wir. Der war ein besonders erfolgreicher Jäger, der hat einen Mammut mit Anschlag wie der Old Shatterhand niedergehauen. Und der hat Mammutbiegern gegessen, was er weggehauen hat und mir dann angenockt. So war die Geschichte. Der war durchaus erfolgreich. Und der hat eine größere Hirnmasse im Verhältnis zum Körpergewicht gehabt. Also der war nicht so deppert. Der war nicht so blöd. Man hat gesagt, ja, der hat keine kulturellen Errungenschaften gehabt. Da ist man auch schon drauf gekommen, aufgrund von Funden. Der hat schon ein bisschen zeichnet, hat schon Broscheln gemacht und hat auch den Löffel erfunden, mit dem Bugel oben allerdings, den haben wir nachher umgedreht. Ich meine, hat auch schon das Knopfloch erfunden, den Knopf noch nicht, aber weil er vorher ausgestorben ist. Also der war nicht so deppert. Jetzt nimmt man an, dass der in dem Bereich ein bisschen anders gebaut war oder im Sprachzentrum. Also dass der unheimlich gut denken hat können. Der hat super denken können. Der hat im Kopf eine Differential-Integralrechnung gemacht. Nur das Ergebnis hat er gesagt, dass der sprachig eher so, also, dass er nicht so ding war. Während uns, wir waren viel bläder, aber uns ist die Pappen dauernd gegangen. Dass wir den zersteppert geredet haben und dann tot geredet haben. Da hat der Neandertaler seinen einzigen ganzen Satz gesagt, weißt du was, Homo sapiens, leck mich am Arsch. Und den Schädel voran in der Schlucht reingehabt. Und die Hände an der Hosennaht. Aber zu dieser... Also Hosennaht hat er auch schon gehabt, ja. Aber zu dieser Argumentationstechnik des Dauerredens gehört ja noch was dazu. Eine Verhaltensweise. Dass man konsequent dabei bleibt bei dem, was man da angesagt hat. Wurscht, was sie ergibt. Beispiel, ich sitze da. Also ich sitze eh da, aber ich sitze jetzt nicht da, ich sitze irgendwo, dort sitze ich und da sitzt ein anderer Mensch, ein mir völlig unbekannter, wildfremder Mensch. Dann sitze ich da, der sitzt da, nach einer Weile schaue ich ihn an, hau ihm eine Watschen rein und nehme ihm das Geldtaschel weg. Dann sagt er, sagen Sie einmal, haben Sie mir jetzt eine Watschen runtergehauen und mir das Geldtaschel weggenommen? Sag ich, nein. Sagt er, aber Sie haben mir das Geldtaschel da liegen und ich spüre nur die Watschen. Sag ich, da ist kein Geldtaschel und Watschen können Sie nicht spüren, weil ich über Ihnen keine Arbeit gehabt. Aber Sie haben mir doch eine Watschen runtergehauen und das Geld. Nein, habe ich nicht gemacht. Aber Sie haben mir doch eine Watschen. Nein. Und wenn Sie es weiter behaupten, werden Sie Probleme kriegen mit meinem Anwalt, ja? Ich habe nichts gemacht und ich kann es auch beweisen. Und hier ist der Beweis. So schaut's aus.
Schon als kleiner Bub wollt ich sein, wer ich nicht bin. Sobald ich reden gelernt hab, hab ich gelogen. Mir war's wurscht, was auch meine Mutter, was meine Schwester oder Bruder. Ich hab gelogen, da haben sie alle Balken gebogen. Viel geredet, nix Wahres. Viel Kopf, kein Hirn. Viel Geld, nie Bares. Ich bleib, wie ich bin. Viel geredet, nix Wahres. Bin ehrlich, wann ich lieb. Viel Fleisch, nix Gores. Große Goschen. Herz. Ich weiß nicht, wie das gekommen ist, dass ich noch immer lieg. Ich weiß nur, ich kann sicher nichts dafür. Es ist so, dass das Leben halt ohne Lieg nicht funktioniert. Ich lieg nur, aber glauben tat es ihr. Oft frag ich mich, hätt ich nicht gelogen, was aus mir geworden wär. Vielleicht ein kleiner Schmalspursekretär. Und wenn ich sieh, es geht nix mehr, dann ist es Kamerier. Ich steh auf, mach mich grad und ich rehe, rehe, rehe. Viel geredet, nix Wahres. Viel Kopf, nix drin. Viel Geld, nie Bares. Ich bleib, wie ich bin. Viel geredet, nix Wahres. Bin ehrlich, wann ich lieb. Viel Triebs, nix Klares. Große Goschen, kein Herz. Wann ich einmal den Weisel krieg und in Himmel auffrier, schau ich dem Herrgott grad ins Auge und ich lieg, 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 lieg. Viel geredet, nix Wahres. Viel Bier, nix drin. Viel Fleisch, nix Gores. Ich bleib, wie ich bin. Viel geredet, nix Wahres. Bin ehrlich, wann ich lieg. Keine Zeit für Mores, große Goschen, kein Herz. Viel Triebs, nix Klares, große Goschen, kein Herz. Wobei es ja nicht so einfach für uns ist, festzustellen, was ist gelogen, was ist nicht gelogen. Ein Beispiel. Ein Bekannter von einem Freund von mir, ein gewisser Fussi. Wenn der Fussi mir erzählt, er ist den Wien-Marathon gelaufen, dann weiß ich, er lügt, weil der Fussi hat nur einen Haxen. So kommt man in Wien zu einem Spitznamen. Aber wenn ich jetzt den Fussi nicht kenne, und die sehe ich nur als Brustbüttel im Fernsehen und er erzählt mir, er ist in Wien Marathon gelaufen, dann muss ich ihm's glauben. Ich kann es ja nicht überprüfen. Natürlich wissen wir, dass nicht alles stimmt, was wir auf dem Fernsehschirm sehen. Wir wissen in einem Film, dass da, naja, wenn einer in London Heathrow in den Flieger einsteigt und 3 Minuten später in JFK aussteigt, dann wissen wir, dass das nicht geht. Das geht nur im Film. So eine Supersonic gibt's nicht. Oder wenn wir sehen, ein Universumfilm über Schneeglöckchen, wo das Schneeglöckchen aus der Zwiebel auswächst und dann wächst sie in die Höhe und birgt sie um und blüht auf und verblüht und verschwindet wieder in der Zwiebel, dann wissen wir, dass das nicht 30 Sekunden dauert.
Aber wer schaut sich ein Jahr lang einen Schneekegel an? Die sind ja auch gefressen. Das wächst dann gerade, wenn man nicht hinschaut. Dann kann man sagen, wir wollen das haben, Fernsehen soll Stimmung bringen, Unterhaltung bringen. Ob das dann stimmt oder nicht, ist ja relativ wurscht. Das Fernsehen soll die Zeit vertreiben. Fernsehen vertreibt ja bekanntlich die Zeit, habe ich einmal gehört, hat einer gesagt. Da habe ich mir überlegt, was heißt Fernsehen vertreibt die Zeit? Das wäre dann so, wenn man dann ganz viel Fernsehen tatert und das vertreibt die ganze Zeit, dann müssen wir noch ganz jung bleiben. Nicht? Stimmt aber nicht, man wird unheimlich alt. Also ja, im Hirn nicht. Also man regrediert praktisch ins präembryonale Stadium, hirnmäßig, schaut aber außen ganz alt aus. Ja, aber wir wollen es haben, wir brauchen das Fernsehen. Wir brauchen das rund um die Uhr, 37 Kanäle, nicht? Weil sonst ist man, ja, natürlich kann man auch dran, aber dann ist man ausgeschlossen von jeder Unterhaltung und Information. Ich kann mich nur erinnern, seinerzeit, wie ich noch jung war, da ist das Fernsehen noch schlafen gegangen damals. Da hat es zwei Kanäle gegeben in Österreich, den 1er und den 2er, schwarz-weiß damals noch. Und die sind dann irgendwann um 10, 4 Läufe, damals ist man überhaupt schon zeitiger zu Bett gegangen, 10, 4 Läufe hat man auf einmal gesehen. Dann ist die Uhr gekommen. Weißes Rauschen. Da hat man gewusst, jetzt schlafen alle. Der Sprecher liegt am Pult, die Beleuchter lernen an den Stativen. Und alle büseln wie im Dornröschen und am nächsten Tag kommt der Kasperl und der Pizzi und wecken alle wieder auf und dann können wir wieder Fernsehen. Heute haben wir das rund um die Uhr und wir brauchen es auch, nicht? Weil sonst, wenn man es hat, verpflichtet man sich, dass man was versammelt. Und wir wissen ja heute auch, dass das ein einkanaliges Medium ist. Also, dass man da nicht zurückreden kann. Nicht? Also, ja, schon, aber die Leute da anrufen, drin ist ja alles ein Schmäh. Aber dass man direkt, so wie es kommt, in derselben Qualität ist, zurück, das geht nicht. Das wissen wir heute. Früher haben das die Leute auch nicht gewusst. Ich kann mich erinnern, beim Radio zum Beispiel, ich habe im Sommer in den Ferien in der Oberstufe und während des Studiums immer am Bau gehackelt. Und da habe ich oft bei einem Zimmerer war ich Helfer. Und der hat mir erzählt, er war in der Nazizeit als Lehrbuhr in Wien und hat da bei einer alten Witwe in Untermitte gewohnt. Und die alte Witwe hat ein Radio gehabt, einen Volksempfänger, wie das damals geheißen hat. Diese Nazi-Radio, diese Bakelit-Radio mit den Stofflautsprecher fuhren, die waren recht günstig, damit sie die Menschen, die Führerreden anhören können. Und der hat gesagt, die alte Witwe hat sich immer den Volksempfänger auftrat, wenn der Hitler geredet hat und dort der geredet und geschrien. Und wenn er ein bisschen eine Pause gemacht hat, hat sie reingeschrien in Radio, Hitler, du Liegerter! Und hat schnell angetrat. Dass der Hitler nicht weiß, dass sie das war. Wenn man sich oft, wenn man sich so alte Nazi-Wochen schauen anschaut, da sieht man oft, da redet er und schreit und da reißt sie ihm oft zu. Da ist gerade da hört er das, wie sie das. Aber bevor er der Gestapo nur einen Wink hat geben können, hat die schon Antrat gehabt. Die haben es nicht erwischt. Also perfekt. Heute wissen wir, man kann nicht zurückreden in so einem Medium. Und die zurückreden könnten, wie unser kleiner Kanzler, die tun es nicht und lassen die haarsträubendsten Sager unwidersprochen und bleiben ruhig und gelassen. Und alle sind zufrieden. Ich ehrlich gesagt nicht, ich kriege immer mehr Bauchweh mit der Regierung, die jetzt in einer Torschlusspanik, weiß nicht wissen, ob sie das nächste Mal wieder gewählt werden. Ich meine, so sind sie eh nicht gewählt worden, darum sind sie auch ein bisschen angefressen. Nicht? Jetzt haben sie ein bisschen erschlichen, den Kanzler. Aber gut, da wollen wir nicht drüber reden. Das ist noch einmal eine Tatsache. Und da sind sie halt ein bisschen besser von uns, nicht? Die Vizekanzlerin sagt, solche Leute brauchen wir nicht. Ich habe mir schon oft überlegt, vielleicht wollen sie sich ein anderes Volk wählen, wie der Brecht schon einmal vorgeschlagen hat, aber welches? Die Slowaken sind doch ein Haufen Zigeuner dabei, ne? Die Schweizer werden nicht wollen, also müssen sie doch mit uns Vorlieb nehmen. Und da sind sie besser und werden immer autoritärer, immer mehr autoritäre Züge. Dort tun sie ausschädeln, dort tun sie umbauen und hinterlassen autoritäre Spuren in Richtung Ständestaat. Da habe ich ein bisschen Bauchweh manchmal. Und dann, ja dann sind alle sind's Patrioten. Die alle Kritiker sind Staatsfeinde und sie selber sind Patrioten. Jetzt hat mir ein Neffe kürzlich gefragt, Herr Onkel, was ist dieser Patriot? Sag ich, offenbar ein Mensch, der seinem Staat maximalen Schaden zufügt. Wir gingen hakeln, wir zahlen das Ganze. Ist das unsere Regierung, sind das unsere Diktatoren oder unsere Volksvertreter uns verantwortlich? Wir zahlen die Verblödungsmedien und lassen uns von der Kronenzeitung erzählen, was wir für Schmarotzer sind und die Krone schmarotzt selber mit Presseförderung. Also wir lassen uns das alles gefallen und sagen dann noch Danke. Da fragt man sich wirklich manchmal, Toxoplasma gondii, vielleicht das doch irgendwie im Zentralnervensystem. Anders ausgedrückt, haben sie uns ins Hirn geschissen. Aber es ist,
Als junger Mensch habe ich immer die Hoffnung gehabt, irgendwann ist Schluss mit diesem ewig gestrigen Schrott, aber die Hoffnung habe ich aufgegeben. Sie sind alle wieder da, die Antisemiten, die Ständestaatler mit dem Dollfußbüdel an der Wand im Club. Sie kreisen nicht nur über den Stammtischen, über ganz Österreich. Ne? Und dann, wenn man sich anschaut, so, wenn solche Leute wie dieser eine Clubchef da, ich meine nicht der andere, der mit dem Verfassungsbogen, der den Verfassungsbogen als die Kurve betrachtet, die man immer wieder zu kratzen hat, nein, ich meine den anderen, den Simmeringer Solariumsabonnenten, der... Oder auch der Taschensolarium, ich weiß nicht, dass der immer so braun ist. Der früher einen kurzen bämischen Namen gehabt hat und jetzt einen langen deutschen. Mit der voriges Jahr auf einmal mit Fußschlag, alle sollen mir die Fingerabdrücke hergeben. Mein erster Impuls war, bevor ich denen meine Fingerabdrücke gebe, hocke ich mir die Hände an. Das ist aber falsch. Ist wieder das ist ein Untertanendenken, das ist falsch. Nein, er kriegt den Fingerabdruck. Genau aufs Auge. Da kann er sich immer genau anschauen. Kriegt die Show, der Vorredner hilft nix. Der Vorredner hilft nix. Der Schicksal kriegt die Show, der Vorredner hilft nix. Geh nach Avalon, Frieser Kaptagon, tramp die Wegberner Jazzmusik mit Saxophon, rock an Gummibar, trink an Haschischte, schifft dir auf, lauter Lochen wegen einem blöden Schmäh, spritzt der Vitamine, schnupf Kräuterbutter, Drogen, Jesus, nein, ich bin selbst Mutter, haha, gib einem aus deinen Flieder, sauf dich täglich nieder, renn mit dem Kopf gegen die Wand und wiederhol das immer wieder. Der Vorredner hilft nix. Der Schicksal kriegt die Show, der Vorredner hilft nix. Der Vorredner hilft nix. Der Schicksal kriegt die Show, der Vorredner hilft nix. Du bist Pazifist, du bist Beinau-Buddhist, dein Aura ist reiner, als du selber bist. Du bist in dich gekehrt, du bist so abgekehrt. Kein Wunder, dass sich keiner von den anderen um dich schert. Du bist ein echter Sir, nebenbei Charmeur. Und deine Begleiterin, die kommt vom Sacré-Cœur. Du hast Niveau und magst eine Botzen-Show. Warum nimmst du dann einen Strick, macht das Leben immer froh? Der Vorredner hilft nix. Der Schicksal kriegt die Show, der Vorredner hilft nix. Der Vorredner hilft nix. Der Schicksal kriegt die Show, der Vorredner hilft nix. Der Vorredner hilft nix. Du landst in niemands Land, der Vorredner hilft nix. Hilft nix. Du landst in niemands Land, der Vorredner hilft nix. Du tust betrügen und lehren, vielleicht auch Leiter wie. Weil du möchtest auffrieren, die soziale Stirn. Du bist Spekulant, dann defraudant. Nur immer mehr Geld ist für dich interessant. Ich weiß es ganz genau. Du bist eine arme Sau, weil du hast alles hergeschenkt an die Armen. Super schlau, jetzt wartest du auf einem Platz hinter der Himmelstier. Doch vielleicht gibt's gar keinen Himmel, dann bist du mir sonst jetzt Stier. Da vorne hilft nix. Du landst in niemands Land, der Vorredner hilft nix. Der Vorredner hilft nix. Du landst in niemands Land, der Vorredner hilft nix. Der Vorredner hilft nix. Du landst in niemands Land, der Vorredner hilft nix. Du landst in niemands Land, der Vorredner hilft nix. Der Vorredner hilft nix.